FC Hansa,
Welt. FC Hansa, wer hat den besten Torwart, der die Bälle alle hält? FC Hansa, wer hat die treuesten Fans, die rufen laut bei jedem Tor? FC Hansa, wer lässt die Gegner beten, wenn alle singen? Der Küste und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kudder und holt seine Buddel noch. Mein Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Blau-Weiß sind unsere Farben an der Küste hier. Ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und alle brüllen. Kommt die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stillen frei. Den Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wäre toll. Wir wollen euch singen, FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen zum Heimspiel unseres FC Hansa Rostock. Jetzt live für euch aus dem Stadion, das Hansa Fanradio. Hallihallo und herzlich willkommen live aus dem Ostseestadion zum Flutlichtheimspiel des FC Hansa Rostock gegen Türkgücü München. Für euch live am Mikro des Fanradios Arvid. Moin Moin. Und Helmer. Flutlichtheimspiel Türkgücü München, das erste Mal, dass wir gegen diese Mannschaft spielen. Eigentlich alles ganz nett.
Aber irgendwas fehlt, und das ist natürlich klar, was fehlt dieser Tage, wenn du hier im Ostseestadion ein Spiel moderierst, wenn du hier im Ostseestadion ein Spiel siehst, wenn du hier im Ostseestadion bist und die Mannschaft ist da, was fehlt? Zuschauer. Die Zuschauer. Also außer uns ein paar Hanseln, die hier sitzen dürfen. Und alles, was so zum, ja, zur Mannschaft gehört, ist hier natürlich wieder leider keiner. Und so werden wir diese Premiere, denn das gab es noch nicht, dieses Spiel, hier im Ostseestadion, ja, vor leeren Rängen moderieren müssen. Ich überlege die ganze Zeit, Helmer, wie spricht man sie genau aus? Also ich will ja keinen Fehler machen. Türkgücü. München. Ja, München hat man ja am Wochenende auch gerade hier. München haben wir hier permanent. Das ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt, dass wir gegen eine Münchner Mannschaft hier zu Hause spielen. Ist nicht das letzte Mal, weil im Januar kommt gleich Unterhaching auch als nächstes. Ist ja im Grunde genommen auch München. Ingolstadt ist auch halb München. Ingolstadt ist auch irgendwie halb München. Also. Da können ja fast eine Bayernliga können die ja aufmachen hier. Ja, viel haben sie nicht mehr übrig gelassen in der Bayernliga. Alles, was irgendwie München hieß, ist aufgestiegen. Ja. Und alles, was irgendwie halbwegs vernünftig Fußball spielen kann, das hat Türkgücü weggekauft im Tor. Rini Vollaut, dann Jijong Park, Serchan Zadarer. Ich glaube 13 oder 14 Vorlagen oder Assists oder insgesamt. Nee, auf jeden Fall zu viele. Ja, auf jeden Fall zu viele. Alexander Sorge, Munir Busyan, Kilian Fischer, Aaron Berzel, Stefan Stangl, Philipp Erhardt, dann der überraschend bärenstark in dieser Saison, Peter Sliskovic. 10 Tore, ich glaube, so viel hat er in seiner gesamten Karriere vorher nicht geschossen. Und Nico Gorzel als Ersatzspieler mit dabei. Maximilian Engel, Marco Holz, Ünal Tosun, Bubakar Barry, Omar Zijadić, Furkan Sorba und Philipp Kusic. Soweit die Aufstellung der Gäste. Und während hier im Stadion auch gerade die Aufstellung der Gastgeber bekannt gegeben wird, kommen wir auch schnell dazu. Also mit der Nummer 1 im Tor Markus Kolke, davor verteidigen Julian Riedel, Sven Sonnenberg und so vermuten wir zumindest erstmal Jan Löwansröben, auf der rechten Seite Nico Neidhardt, links Lukas Scherf, davor zentral Björn Rother, dann so ein bisschen offensiver, also deutlich offensiver als Björn Rother, Bentley Baxter Bahn, ganz vorne John Verhoek, Maurice Littka und wen habe ich jetzt noch vergessen? Robinan Vollmann. So. Und jetzt kommt Hansa Forever. Tunnel.
Und das, was ihr gerade zum Schluss gehört habt, war zum einen Arvid mit Ole und zum anderen der Schiedsrichter, der angepfiffen hat. Und das hatten wir auch noch nicht, dass ein Schiedsrichter gefühlt wirklich wartet, bis Hansa Forever vorbei ist und tatsächlich dann doch etwas später als 19 Uhr anpfeift. Also er hat gewartet, bis hier Schluss ist und dann gepfiffen. Guter Mann, Helmer. Guter Mann. Spitzenmann. Ich habe den kurz vor dem Spiel noch, da, als er sich hier warm gelaufen hat, da hat er sich noch mit Jens Hertel unterhalten. Vielleicht war das auch so ein bisschen, dass Jens Hertel gesagt hat, lass mal Hansa Forever zu Ende laufen und pfeift dann erst an. Ja, also insofern hat er sich hier gleich schon mal von Beginn an Pluspunkte bei uns gemacht. Mal schauen, ob er auch fachlich Qualität denn hier bringen kann. Ja, John Vogt schön mit der Kopfballverlängerung vorne und Jan Lehmannsröhm mit dem weiten Ferngewaltschuss dort aus dem Mittelkreis, weil er gesehen, gedacht hat, dass René Voller dort ein bisschen weit vor seinem Tor stand. War aber, glaube ich, ziemlich optimistisch gedacht. War sehr optimistisch gedacht, aber gut, manchmal rutscht so ein Ding auch rein. Und wenn so ein Torwart dann wegrutscht, muss der Ball nur aufs Tor kommen. Jetzt das frühe Pressing bei diesem Abstoß der Gäste, wo wir sofort draufgehen. Jetzt alle Spieler in der Hälfte der Gäste. Da geht Sonnenberg gleich Mitte der gegnerischen Hälfte auf der linken Seite rauf. Also das sagt alles, wenn Sven Sonnenberg sich 20 Meter in der gegnerischen Hälfte befindet, bei Ballbesitz zu Gücü München, die jetzt aber Einwurf haben auf der rechten Seite. Und das ist Jong Park, der bereitsteht, diesen Ball einwerfen wird. Noch lange wartet, immer noch wartet, immer noch wartet. Und dann Einwurf, den Ball nach vorne auf Zacharia. Über den brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Alle, die sich so ein bisschen mit der dritten Liga beschäftigen, kennen diesen Namen mittlerweile. Jetzt Lehmannsröben mit der Balleroberung, Ball gleich rausgespielt auf Nico Neiter, der auf Schöners Vollmann, da geht der Gegner zu Boden. Vollmann sieht das, lässt ihn stehen und passt auf Nico Neiter, der zurück zu Corby Vollmann, der könnte flanken, zieht in die Mitte an den 16er, flankt dann mit dem linken Fuß, mit dem Auge, da dachte da Björn Rother am langen Pfosten sah, aber der Ball kommt zu genau ans Tor, geht ins Tor aus. Und somit der nächste Abstoß und wieder stehen wir sehr hoch, Arvid. Ja, ich glaube auch durchaus bewusst, weil wenn diese Mannschaft aus Türkgücü eine Schwäche hat, dann dürfte es die Abwehr sein. Offensiv grandios aufgestellt mit dem Duo Sarah Rehr-Sliskovic, die glaube ich schon 9-mal in Kombination getroffen haben. Also 9 Vorlagen Sarah Rehr, 9 Tore Sliskovic. Ja, und nebenbei noch ein paar andere Assists und Tore. Also diese beiden, die entscheidenden Spiele offensiv quasi von alleine. In der Defensive sind sie doch dagegen anfällig und fressen das eine oder andere Gegentor. Insofern tun wir gut daran, dieses Team fern von unserem Strafraum zu halten. Jetzt schöne Verlängerung dort auf Corbinian Vollmann. Der ist rechts in der Flankenposition. Er bringt die Flanke rechts rein auf den Kopf, auf den Fuß, auf jedenfalls auf Rother, der dort vorne ganz weit mit nach vorne geeilt war. Und das war eine Top-Flanke und während Björn Rother ein Stürmer à la John Verhoek gewesen wäre, dann hätte das Ding wahrscheinlich auch geklingelt. Aber er hat ihn gut genommen. Es war nämlich so ein halb hoher Ball, der ist schwer zu verwerten dort im Strafraum. Die Spieler wollten ihn ja immer lieber flach oder hoch haben. Und so ein halb hoher Ball, und da musste er in diesen Ball hineinspringen. Ja, Björn Rother, der hat sich hier heute, denke ich, auch einiges vorgenommen. Genau wie das gesamte Team. Und jetzt sieht man aber auch die... Oh, die Türkgücü presst und Sarah Rehr. Und nein, das war kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Das war kein Elfmeter. Aber da haben wir echt Riesenschwein gehabt. Hinten wieder so ein Ding uns fast selber reingemurmelt nach einem Fehlpass, einem Querpass. Das gibt es doch gar nicht. Also solche Dusseligkeit, wie wir immer wieder in der Abwehr uns da sozusagen einfallen lassen. Und da haben wir auch ein Stück weit Glück, dass dieses Ding nicht als Elfmeter gepfiffen wurde. Der Schiedsrichter stand unmittelbar daneben und hat sofort gesagt, nein, nein, das war gar nichts. Aber da hat man gesehen, wie Türkgücü gepresst hat und ja, wie das wirklich sehr unglücklich war dort von Markus Kolke. Aber ich denke, das war sauber. Also das war so eine Situation, da rutscht dir wieder das Herz in die Hose, muss man sagen. Das war wieder so ein Pressing, das war wieder so ein, in dem Fall war es ein Missverständnis, glaube ich, von Neidhardt und Kolke. Kolke spielt auf Neidhardt etwas ungenau, von hinten wird Sarah Rehr geht dazwischen, nimmt ihn den Ball ab, läuft in den Strafraum und dann ist es, glaube ich, Lehmannsröben, der das sauber löst, der den Ball vom Fuß nimmt. Aber und auch heftige Diskussionen zwischen Markus Kolke und Jan Lehmannsröben, dass die nochmal sagen, ey, das ist doch so und so abgesprochen, aber jetzt, wir sehen nochmal die Szene. Nee. Helmer, das war kein Elfmeter. Es war kein Elfmeter, der Schütze, der hat es ja nicht gepfiffen. Insofern, alles gut, Arvid. Wir können uns jetzt nach guter Mann, der 4 Minuten beruhigen. Nach der Chance von Björn Rother, das hat er gut gemacht, geht dort an den kurzen Pfosten gut rein in den Ball, kriegt ihn leider nicht aufs Tor, sondern nur knapp daneben rüber. Und dann im Gegenzug dieses, leider, wieder durch einen Fehlpass hervorgerufene, diese große Torchance. Aber da haben wir Glück gehabt und es steht weiterhin 0-0. Und ich glaube, bei dieser einen Situation sollten wir es belassen, die wir da hinten zulassen.
auf diese Art und Weise. Jetzt Türkgücü mit dem Ballgewinn, schnelles Umschalten mit dem langen Ball, der aber zu ungenau kommt. Und Markus Kolke diesmal resolut mit dem langen Ball zurück in die gegnerische Hälfte. John Verhoek nach vorne. Das geht hier wirklich sehr schnell hin und her, muss man sagen. Das Mittelfeld tatsächlich in den letzten 2-3 Minuten kaum der Schauplatz des Geschehens, sondern tatsächlich die Strafräume. Ja, ich glaube, beide Mannschaften wollen einfach in der Offensive ihr Heil suchen, weil sie wissen, wir sind vorne richtig gut. Wir haben ja auch, also ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Torschützen da vorne anzubieten, sind also auch schwer ausrechenbar. Während eben Türkgücü auf ihre beiden absoluten Goalgetter dort abzielt. Oh, John Verhoek, super, wie er sich da vor durch drei Mann durchtankt, über die rechte Seite auf Neidhardt. Neidhardt jetzt nochmal auf Vollmann, Vollmann im Strafraum, zieht ab und das Ding erhält. Der Vollmann hält den Ball. Und nochmal, das muss doch... Elfmeter, das Elfmeter. Gibt Elfmeter, das gibt Elfmeter, das gibt Elfmeter, das gibt Elfmeter. Jetzt werden die Diskussionen natürlich extrem laut. Aber das war ein klarer Elfmeter. Aber es sah auch sehr danach aus. Die Diskussionen sind tatsächlich nicht ganz so hitzig, wie ich gedacht hätte. Also offensichtlich sind sie sich der Schuld bewusst und weisen nur noch mal darauf hin, dass sie gerne auch einen gehabt hätten. Aber die Situation ist gepfiffen. Der FC Hansa Rostock bekommt diesen Elfmeter jetzt in der 7. Minute. Und es ist Bentley Baxter Bahn, der sich den Ball da auf den Elfmeterpunkt legt, nochmal ganz sorgfältig da auf dem Elfmeterpunkt austariert, dass der ja nicht so ein bisschen rollt oder hoppelt. Und der Schiedsrichter war noch beim Torhüter, hat ihn nochmal auf die Linie geschickt. Jetzt guckt sich Bex noch seine Sohlen an, dass alles in Ordnung ist, dass er nicht wegrutscht. Also Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt. Jetzt kann es nur noch heißen, mit dem Ball ordentlich treffen und im Tor versenken. Der Schiedsrichter, das ist Patrick Schwengers, geht nochmal hin, erkundigt sich bei Bex, ob er denn jetzt bereit ist, und jetzt geht er die 5-6 Schritte zurück, ungefähr kurz vor der 16-Meter-Linie. Der Schiedsrichter schickt alle nochmal aus dem 16-Meter-Raum raus und pfeift jetzt diesen Elfmeter an. Die Baxter Bahn läuft an, er trippelt kurz, jetzt kommt der Anlauf, der Schuss und das Tor! Goal! Baxter Bahn trifft den Ball perfekt. Links unten liegt der Ball, rechts unten liegt der Torwart, und somit steht es jetzt nach 7 Minuten 1-0 für den FC Hansa Rostock. Ah, was für ein Auftakt. Du, eben haben wir noch gezittert, dass wir vielleicht das Ding gegen uns fressen im eigenen Strafraum, und dann aber auf der Gegenseite ein glasklarer Elfmeter, und Bentley Baxter Bahn, ja, erweist sich wieder mal als sicherer Strafstoßschütze. Vollert komplett in die falsche Ecke verladen, wie man so schön sagt. Also hat ihn ausgeguckt. Vollert war von seinen sich aus gesehen nach links unterwegs, und Bex hat auch nach links geschossen, aber von sich aus gesehen. Ja, Helmer, das war doch mal ein Auftakt nach Maß, aber wir müssen hier höllisch schwach sein, weil Türkgücü frisst halt immer mal 2, 3, 4 Gegentore und schießt dann aber auch 4 oder 5. Also das Foul unumstritten, also da gibt es gar keine Diskussion. Er hackt ihn förmlich um, da hätte man sogar über Gelb reden können, ich weiß nicht, ob er es gegeben hat. Also klares Foul an Bahn, jetzt Bahn vom Tor, er lupft den Ball über den Torwart und am Tor vorbei. Bentley Baxter Bahn steht alleine vor Vollert, aber es war abseits, glaube ich, ne? Arvid, es war abseits. Ich hoffe mal, es war abseits, Helmer. Ich hoffe mal. Ich habe es nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch mal geguckt. Jetzt aber wieder Ballgewinn. Jetzt sind wir wieder am 16er. Da ist Verhoek, der steckt durch auf Corby Vollmann. Er geht in den Strafraum, wird im letzten Moment vom Ball getrennt. Die Gäste schlagen den Ball dann erstmal raus, den aber fängt Löwemanns Röben wieder ab, befördert ihn erstmal in den Himmel, in den Abendhimmel, um dann mit dem Kopf hinterher zu gehen. Auf Baxter Bahn gelegt, der sehr präsent ist, der im Übrigen auch der Gefaulte war bei diesem klaren Elfmeter, also den Elfmeter rausgeholt hat und ihn verwandelt hat. Schöner Doppelpass. Neidhardt jetzt an den Strafraum gespielt. Aber da kommt Verhoek nochmal auf Corby Vollmann, der von der Außenlinie nochmal flach vors Tor geben will. Da gibt es dann aber Eckball. In der Mitte wäre Nittgar gewesen. Und somit jetzt der erste Eckball, wenn ich das richtig sehe, für den FC Hansa in der 9. Minute. Und da geht Moritz Nittgar gleich raus und will ihn in die Mitte spielen, nachdem er eben der Adressat dieses Flankenballs gewesen wäre. Aber es ist ja interessant, wie sie sofort anfangen zu schwimmen da hinten. Also hier dieses frühe Gegentor, und sie sind angenockt. Und das müssten wir doch jetzt vielleicht ausnutzen. Kurze Ecke, die haben wir so geübt im Training. Und gleich der Torschuss, schade. Kurze Ecke ausgeführt zwischen Nittgar und Bahn. Gleich wieder zurückgespielt und an der Strafraumgrenze zieht er ab. Aber leider, auch wenn man großzügig ist, 1, 2 Meter dort am linken Pfosten vorbei. Aber so ein Tor, das wäre natürlich hervorragend herausgespielt gewesen. Aber genau diese kurzen Ecken, die haben wir also häufig auch im Training geübt, und schade, dass sie nicht zum Erfolg hier geführt haben, aber wollen wir mal nicht meckern, 10 Minuten im Ostseestadion 1-0. Ja, und es war im Übrigen kein Abseits, das war ein Kopfball nach vorne oder ein Ball nach vorne, wo die Gäste sich verschätzt haben, wo Bahn tatsächlich direkt vorm Torwart auftauchte, aber eben nicht mehr so richtig hinter dem Ball, man musste ihn direkt lupfen und trifft ihn nicht optimal, sonst wäre es das 2-0 und ein Doppelschlag gewesen.
Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht jetzt hier irgendwie ein paar Schludrigkeiten hinten machen, weil man sieht, wie hoch dort Tüguchi steht. Also auch nach diesem 0-1, sie stehen ja der letzte Mann hier schon fast in Höhe der Mittellinie. Also sie werfen alles nach vorne, was sie da haben, suchen ihr Heil in der Flucht. Und wie schon gesagt, also der Trainer, der Münchner, der Alexander Schmidt, dem ist das scheißegal, dass er 2 oder 3 Gegentore kassiert. Ähnlich wie früher Steffen Baumgart, weil er sagt, ja, wir machen ja auch ein paar vorne. Also richtig hellwach hier sein, heißt es für unsere Jungs. Ja, das sind wir, zumindest was vorne angeht. Da gehen wir nicht nur früh drauf, da kriegen wir auch die Bälle, da kriegen wir die Situation vors Tor. Ja, der Spielstand bestätigt das, 1-0. Hinten müssen wir aufpassen, höllisch aufpassen, denn auch Tüguchi München presst dort. Auch Tüguchi München setzt dort auf Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Und dass sie das umsetzen können, ja, da haben wir da schon drüber geredet. Sliskovic und Zacharia, das Traumduo bislang in dieser dritten Ligasaison. Unfassbare Scorerzahlen und ja, so viel wie Zacharia nach der absolvierten Anzahl von Spieltagen hat, glaube ich, bislang, so habe ich heute gelesen, noch kein Spieler in der dritten Liga in den letzten 10 Jahren getroffen. Oha. Ja, also insofern, was wir jetzt aber schon die ersten 10 Minuten dauernd gesagt haben, offensiv total top, defensiv mit kleineren Schwierigkeiten. Jetzt Munir Busian zum Glück in die Hacken eines weiß-blau gekleideten Spielers, Corbinian Vollmann mit der Hacke weitergeleitet, aber da wird aufgepasst von Kilian Fischer, der diesen Ball nicht durchlässt, aber auch Jan Löhmann. Aber er ist sehr großzügig, ne, der Schiedsrichter, muss ich sagen. Also er hat eher die Tendenz zu sagen, ich lasse mal was weiterspielen, als dass er hier zu früh pfeift. Das ist eine sehr offene Linie. Schiedsrichter müssen natürlich auch immer aufpassen, dass ihnen das Spiel dann nicht, dass die Pferde nicht dann durchgehen mit den Spielern und ihnen das Spiel entgleitet, aber bis jetzt aus unserer Sicht, muss ich sagen, macht das überragend. Also das war absolut top bisher, die Entscheidung, ganz klar. Ja gut, der Elfmeter war aber glasklar, da gab es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und sehe ich genau. Keiner der Gäste wird sagen, das war kein Elfmeter. Das Einzige, was sie hinterher sagen werden, sie hätten auch einen kriegen müssen. Ja, aber das ist also wirklich sehr, sehr strittig. Also wenn man gesehen hat, er hat ihn gar nicht getroffen. Schade, dass John Verhoogd jetzt ausgekappt wird. Der Ball aber erstmal planen muss, in die Mitte geschlagen. Deswegen Neidhardt vorne auf Bahn auf Vollmann. Der muss sich aber drehen um die eigene Achse. Jetzt kommt die Flanke, nein, es kommt der Schuss. Ein Aufsetzer, aber der war nicht mit genug Schmackes. Aber auch da diese Ballgewinne im Mittelfeld. Wir schalten sehr schnell um. Jetzt wieder dort Björn Rother, der ja immer wieder durch überragendes Passspiel auffällt und den Ball dort auf mit per Kopf auf Corbinian Vollmann bringt. Der kriegt aber einen Schlag dort ab. Insofern Freistoß für uns. Ein bisschen vor dem Mittelkreis dort. Insofern wollen wir gucken, ob wir alle mit nach vorne gehen. Vermutlich nicht. Ja, Corbi Vollmann, der übrigens zur Wahl des Spielers des Monats oder zur Elf des Monats steht im Mittelfeld. Also alle abstimmen für Corbinian Vollmann. Hat auch, glaube ich, schon 6 Scorerpunkte gesammelt mittlerweile in dieser Saison. Also spielt eine gute Saison, Corbi Vollmann da auf der rechten Seite. Jetzt macht er das wieder schön. Gut. Schöne Ballannahme rechts vorbeigelegt, Doppelpass gesucht. Jetzt Bahn auf Corbi Vollmann, der rechts außen den Ball in den Lauf verneitert. Lupft, der versucht, da wollte er kurz überlegt, hat er über den Direktflank, dann dachte er sich, er lässt ihn nochmal aufprallen. Das war dieser Moment zu viel. Danach geht er nämlich ins Tor aus der Ball und somit Abstoß vom Tor der Gäste. Ja, und wir können diesem Abstoß erstmal ganz in Ruhe hier entgegensehen. Vielleicht mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen, nicht zu viel Hektik aufkommen lassen, weil dann das so hektisch hin und her geht. Dann kannst du auch mal ganz schnell einen reinmurmeln. Jetzt aber René Vollert, der hat es natürlich eilig. Also im Rückstand bringt den Ball aber nur auf Jan Löhmanns Rübe, der ihn wieder nach vorne bringt. Und jetzt über rechts, John Verhoogd dort durch ein tolles Pressing, was er den Ball dort kriegt. Schön auf Bahn und Bahn direkt. Da war die nächste Chance. Also hier rollt ja eine Welle nach der anderen auf das Tor von Tüguchi entgegen. Aber noch stemmen sie sich dort entgegen und versuchen den Ball jetzt ihrerseits schnell über das Mittelfeld rüberzubringen. Da fällt Zacharia und Julian Riedl kann dort nicht sich den Schneid abkaufen lassen, wollte ich gerade sagen. Etwas, vielleicht ein Tick riskant, der Rückpass dort auf Markus Kolke, aber er ist vor Sliskovic am Ball. Jetzt aber wieder Tüguchi dort im Mittelfeld mit dem Ball gewinnen und Moritz Littger, der ja auch schön mit nach hinten arbeitet, stört dort, dass der Ball erstmal nicht vernünftig nach vorne gespielt werden kann, aber Sliskovic kommt dran, Munir Busian verliert den Ball und es geht hier hin und her. Also man kann gar nicht vernünftig das Ganze moderieren, weil schon wieder Tüguchi in der Vorwärtsbewegung ist. Zum Glück tut uns Jürgen Park den Gefallen und spielt den Ball so in die Spitze, dass er nur von Markus Kolke bekommen werden kann. Ja, aber sie sind auch immer sehr vielbeinig unterwegs, muss man sagen. Eben auch schon wieder bei der Szene, wo Park den Ball nach vorne spielt. Da waren 4
Gästespieler in Rot im und am 16er. Und der Ball kam aus der Mitte der Rostocker Hälfte. Also sie sind vorne immer darauf bedacht, viele, viele Anspielstationen zu generieren und früh zu pressen. Und jetzt gibt es dort eine kurze Pause, weil Bentley Baxter Bahn am Boden hockt, Mitte der eigenen Hälfte sich da behandeln lassen muss, am rechten Knöchel oder Schienbein, würde ich jetzt aus der Entfernung sagen. Dafür reicht meine Anatomiekenntnis noch aus. Vielleicht ist es auch der Fuß, aber auf jeden Fall hat er sich dort hingesetzt und muss kurz draufschauen lassen. Und jetzt geht's zur Seite raus. Das heißt, entweder er wird noch kurz behandelt oder es geht nicht mehr weiter. Aber da sich jetzt niemand warm macht, gehe ich auch nicht davon aus. Er humpelt auch nur so ansatzweise. Also ich glaube, da beißt er auf die Zähne und es geht noch weiter. Ja, definitiv. Also bisher hat er ja hier das entscheidende Tor in diesem Spiel gemacht. Er sagt auch, geht schon wieder. Ja, und er will einfach nur wieder reingewunken werden. Er ist gut drauf. Ne? Also hast du ja gesehen, wie spielfreudig wir dort vorne gerade agieren. Also dass es nicht weitergehen könnte für Becksbahn, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der Schiedsrichter, aber will nicht. Der Schiedsrichter möchte ihn nicht sehen. Der zeigt auch nach rechts an, nee, du bleibst. Jetzt darf er. Warum? Warum? Das, ne, das ist nicht schlimm, aber warum muss man da warten? Das muss ja einen Grund haben. Na gut. Wir wollten ihm noch ein paar Sekunden Schonung geben. Lass Ballgewinn wieder auf der rechten Seite. Kobi Vollmann geht Richtung Grundlinie, kriegt den Ball noch rein. Vorstorf, aber da kommt Verhoek nicht ganz ran. Aber der zweite Ball ist bei Lukas Schäff, der auf John Verhoek spielen will. Denn da ist ein Münchner dazwischen und klärt auf Kosten eines... Ist es ein Eckball geworden? Ja, es ist ein Eckball geworden. Der krullerte da so Richtung Eckfahne. Ich musste kurz zum Schiedsrichter gucken, was er entscheidet. Und es gibt diesen Eckball. Und wieder sind sie da zu zweit unterwegs. Bentley Baxter-Bahn und Maurice Littger am Eckball auf der linken Seite von uns aus gesehen. Also von der linken Seite. Das wäre eigentlich ein Ball für Maurice Littger, um ihn mit links so ein bisschen mit Zug weg vom Tor. Guck mal, wie sie da stehen. Aber sie stehen alle im 5-Meter-Raum. Das ist dann doch eher für Becks. Genau, so haben sie nochmal getauscht. Und kurze Variante. Littger kriegt den Ball zurück zu Bahn. Bahn flankt dann so ein bisschen aus dem Halbfeld, wollte ich sagen. Nein, täuscht das an, zieht jetzt Richtung Grundlinie, muss abbrechen. Das ist nicht so gelaufen, wie sie es geplant haben. Aber der kurze Pass auf Lukas Schärf, der pressen sie so und sofort raus, wollen den Ball erobern, das gelingt ihnen jetzt hier, Mitte ihrer eigenen Hälfte, und dann kommen sie mit Schmackes über die rechte Seite, da hält Bahn gegen Sarare, der mit Tempo jetzt in die Rostocker Hälfte läuft, in der Mitte wäre jetzt keiner, aber der ist auch schnell da mit Ball am Fuß, muss man sagen, mit seinen 31 Jahren, dreht sich um die eigene Achse und wird dann von Neidhardt bedrängt, und das gibt Eckball, aber da muss man schon sagen, das haben die Gäste gut gemacht. Sie haben unseren Eckball gut verteidigt, haben uns den Ball abgenommen, haben den eigenen Konter, das nur mit drei Leuten, nachgefahren und haben den Eckball auf der anderen Seite rausgeholt. Ja, jetzt eine Beschwerde dort von Sliskovic vom Schiedsrichter, warum Becksbahn keine gelbe Karte bekommen hat, weil er ja vorher so ein bisschen gezupft hat, den Sarare, aber der ist ja kaum zu halten, das ist ja unglaublich. Wo hat sich dieser Mann versteckt die letzten Jahre, dass er so noch gar nicht aufgefallen ist? Jetzt aber hier bei der Ecke für Türkgücü. Hauptsächlich in der zweiten Liga. Ja, und jetzt bringt er die Ecke aber nur auf den Kopf, auf den kurzen Pfosten von Becksbahn, hat jetzt aber wieder eine tolle Flankenposition leider, bringt es wieder rein, rausgeköpft und jetzt diesen Ball schnell dort rausballern. Genau, Corbinian Vollmann bringt ihn weit aus der Gefahrenposition, sodass wir erstmal raustreten können. Aber das streicht schon diese erste 20 Minuten. Die sind ja wirklich wie im Flug vergangen, muss man sagen. Es kommt mir gar nicht so vor, als da schon 20 Minuten vorbei sind. Dieses Spiel unterstreicht die Qualität und die Gefährlichkeit dieser Mannschaft. Also das erklärt auch, warum sie aktuell bislang nur ein einziges Spiel verloren haben in der dritten Liga. Und alles, was Jens Hertel vorher über sie gesagt hat, das zeigen sie auch. Diese Mannschaft ist fußballerisch stark, sie ist gefährlich, sie ist bissig und das, was sie vielleicht noch nicht so hat, diese Abgestimmtheit, diese Stabilität, das ist das, worauf wir gehen, wo wir versuchen, sie zu treffen und einmal auch schon getroffen haben. Der Schiedsrichter hat sich gerade jetzt nochmal zwei Spieler da unter Bahn mit dazugeholt und gesagt, ey, jetzt macht man hier ein bisschen ruhiger, weil Becks dort sicherlich eine Art wie Revanche-Foul gemacht hat, weil er ja vorher am Boden lag und ordentlich einen mitgekriegt hat. Und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt hat der Schiedsrichter gesagt, okay, jetzt habt ihr euch beide einen auf die Mütze gegeben. Jetzt reicht's dann bitte erstmal. So, jetzt aber erstmal Türkgücü wieder in der Vorwärtsbewegung. Jan Neumannsröben kann dort mit dem 37er nicht mithalten. Aber der kann zum Glück auch mit den Passqualitäten unseres Teams aktuell noch nicht mithalten. Deswegen Markus Kolke unbedrängt kann er den Ball aufnehmen. 20 Minuten sind tatsächlich hier schon rum, wie Helmer sagt. Abstoß FC Hansa Rostock. Weiter Abschlag von Kolke. Ja, vorne rein auf Verhoek. Der kommt nicht ganz ran da. In der Dreierkette wurde er gut verteidigt. Jetzt ist es eher eine Viererkette. Verhoek kriegt den zweiten Ball. Lupfer von Bahn nach vorne. Da geht Lukas Schärf hinterher. Was machen die
Gäste, sie schlagen den Ball erstmal zentral raus und genau auf Rother. Der fängt ihn gut ab. Dann Bahn verteilt den Ball auf die linke Seite zu Littger. Littger muss ein bisschen die Grätsche ansetzen, um den Ball vom Seiten aus zu bewahren. Dadurch ist das Tempo etwas raus aus diesem Angriff und wir bauen hintenrum erneut auf. Und da sieht man sofort, drücken sie raus. Wir wollen gar nicht erst tief stehen. Langer, langer Ball nach vorne auf Corby Vollmann. Kopfball gewonnen von seinem Gegenspieler. Ich habe jetzt nicht erkannt, wer es war. Es könnte Aaron Berzel gewesen sein, der langjährige 60er, der ja, den Ort nicht verlassen hat, einfach nur zu einem anderen Münchner Verein gegangen ist. Und jetzt gibt es Einwurf für den FC Hansa an der Mittellinie. Wieder schnell ausgeführt. Nico Neidhardt auf Jumper Hook. Jumper Hook hat ein bisschen Platz dort. Ah, schade. Und dann schaut er sich um, will abspielen und wird vom Ball getrennt. Sofort sind sie wieder mit drei Mann vorne. Das geht unglaublich schnell. Also das ist Wahnsinn. Wenn einer zum Ball geht, um zu attackieren, sind die anderen drei schon losgelaufen. Ja, also nach vorne hin, Wieseflink unterwegs bisher, zum Glück Munir Bousyan als Passgeber auch noch nicht so brillant in Erscheinung getreten, dass es uns hier Angst und Bange werden könnte. Also da spielen wir noch so ein bisschen mit dem Feuer da hinten, aber noch würde ich sagen, haben wir es gut im Griff. Aber guck dir doch mal den Sarare an. Also was der dort technisch macht, das ist ja, also für eine dritte Liga muss man ehrlich sagen, puh, und jetzt kommt der Pass dort an und der 37er wieder, der 37er, der Gorzel, schießt dort Lukas Scherf wieder an den Allerwertesten, aber damit hat Lukas Scherf ja im letzten Spiel schon einige Schüsse abgewehrt. Jetzt wieder Gorzel über die rechte Seite, weit auf den zweiten Pfosten auf Siskovic, aber alle tauchen durch, sowohl Siskovic als auch Vollmann, Einwurf FC Hansa. Aber das ist ein unruhiges Spiel im eigentlich positiven Sinne, denn es geht vor allen Dingen nur um den Strafraum herum. Beide Mannschaften sofort Richtung gegnerisches Tor unterwegs. Ein Spiel, was du in der dritten Liga selten hast. Du hast eigentlich immer eine Mannschaft, die eher versucht, das Spiel zu beruhigen, mehr aus der sicheren, massiven Abwehr zu kommen und die andere, die es dann versucht, das aufzulösen. Hier hast du heute zwei Mannschaften, die genau das Gegenteil wollen. Sie wollen vor das gegnerische Tor. Ja, ohne Kompromisse, also gar kein Mittelfeld hier. Insofern erklären sich vielleicht auch manche Aufstellungen dann. Also das Mittelfeld wird sofort überbrückt. Entweder und hinten stehst du mit ein paar Defensiven, vorne mit ein paar Offensiven. Ja, das könnte, Einwurf für die Gäste geben. Sah so aus, weil John Verhoek dort reklamiert hat, dass er den Einwurf wollte, aber der Linienrichter lässt dort keine Diskussionen zu und gibt auch keine Proteste. Also insofern. So, jetzt ist immer tatsächlich 20 Sekunden Ruhe hier. Also es kommt nicht sofort der lange Pass. Das tut uns ganz gut auch mal. den Hörern zu Hause, die ja wahrscheinlich mit dieser unruhigen Moderation auch nicht viel anfangen können, die dann immer nur hin und her und hin und her. Aber jetzt geht es schon wieder her. Und zwar ist Liskovic vorne, der den Ball verteilt. Und jetzt, glaube ich, versuchen wir auch den Sarah Rehr so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Dort da. Hinten, und zwar Jan Leonsrüm ist auf ihn abgestellt dort. Da hat eben Björn Rother gegen die 24, das ist Philipp Erhardt, sehr gut attackiert. Er hätte fast einen ganz wichtigen Ballgewinn an der Mittellinie gehabt. Jetzt aber ist es Littger, der sich den Ball holt an der Mittellinie und holt den Einwurf raus. Also Einwurf für den FC Hansa Rostock. Und da können wir jetzt mal ein bisschen aufrücken, hinten auch ein bisschen durchschnaufen. Das tut jetzt gerade Sven Sonnenberg. Ist dankbar dafür, dass wir den Ball erobert haben in der Situation. Und jetzt Einwurf Lukas Scherf, holt er noch ein paar Meter raus, eingeworfen auf Bahn, zurück zu Littger, zu Scherf mit der Brust jetzt müssen wir aufpassen. Da gibt es ein kleines Missverständnis zwischen Littger und Sonnenberg. Die stoßen da zusammen, dadurch kommen die Gäste in den Ballbesitz. Und das Ganze klärt dann aber Löhmannsröben auf Kosten eines Einwurfs, der schon fast am 16-Meter-Raum bei uns stattfindet und zurückgeworfen auf Park, der wiederum zurückspielt, tief in die eigene Hälfte auf Sorge, Alexander Sorge. Ja, läuft jetzt da so an der Mittellinie lang und dann kommt der lange, lange Ball nach vorne und Sarare entzieht sich dem Wilmonsröhm, indem er hier ganz weit außen auf die Seitenlinie geht, weil der hat keinen Bock auf so einen Kettenhund. Also der wechselt jetzt hier die Seiten, um irgendwie auch mit ins Spiel wieder eingreifen zu können. Das ist schon ein Schlitzer. Ja, aber jetzt ist er bei Lukas Scherf gelandet. Ja, aber steht hinter ihm, steht im Rücken von Lukas Scherf. Ganz gefährlich, ganz gefährliche Position. Wenn sie da drüben jetzt diesen Einwurf erfolgreich an den Mann bringen, das gelingt ihnen nicht. Stattdessen langer Ball von uns raus, aber auf Kosten des nächsten Einwurfs. Mitte der Rostocker Hälfte auf der linken Seite. Einwurf für die rot gekleideten Gäste von Türkgücü München, die jetzt erstmal kurz warten, was sie mit diesem Ball anfangen können. Und dann werfen sie nach vorne an den 16-Meter-Raum. Einmal kurz aufgeditscht von Bousyan, der dann den Rückwärtsgang einlegt. Und dann gibt es mal einen Querschläger. Und das Ganze führt dann zum Einwurf für den FC Hansa. Und da ziehen sie sich jetzt zurück mit 4-5 Mann in die eigene Hälfte. 4-5 Mann an den Rostocker Strafraum. Das ist schon speziell. Tja, das ist das 4-1-5-System, Helmer.
was sie da spielen. Aber ja, sie sind halt immer wieder nach vorne unterwegs. Jetzt rutscht der Ball dort vorne so ein bisschen durch, wollte ich sagen, aber doch nicht so ganz. Wieder so ein Querschläger. Diesmal aber von den Münchnern. Wir können ihn erobern über Corbinian Vollmann, weit auf die andere Seite rüber. Auf Björn Rother, der kann ihn aber nicht kriegen, weil noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Aber Littger, nee, Schärf im Hintergrund, Schärf mit der butterweichen Flanke. Nein, nur auf eine rote Rübe dort. Und wieder sind wir immer noch im Ballbesitz. Corbinian Vollmann an der Strafraumgrenze. Nein, er spielt kurz auf Baxter Bahn. Baxter Bahn mit der Flanke, mit der kurzen Flanke auf John Verhoop vorbeigetaucht. Mit den Beinen, schade, Elmar. Aber Ballgewinn dann wieder von Nürmanns Rüben auf Neidhardt. Neidhardt sofort auf Bahn. Neidhardt geht steil, der Ball kommt flach in den Strafraum, wird nur halbherzig abgewertet. Zweite Ball dann von der 37, besser geklärt. Und der spielt ihn sofort nach vorne auf Busjan, der vier Rostocker zu Boden geht, den Ball dann verliert. Und Corbinian Vollmann im Umschaltspiel sucht den Doppelpass mit Neidhardt. Neidhardt im Abseits, nein! Das sah ich anders. Das war doch gar kein Abseits. Verhoek ist doch extra Verhoek aus dem Abseits rausgelaufen. Aber niemals Neidhardt. Abseits. Aber das war kein Abseits. Dieses Spiel geht so weiter, wie wir es die ersten 20 Minuten gesagt haben. Es geht hin und her und du kannst dich kaum auf der einen Seite freuen, dass du den Ball erobert hast. Schon hast du ihn auf der Gegenseite schon wieder verloren, beziehungsweise musst aufpassen, dass du nicht eine Torchance verpasst. Aber ich würde sagen, das war die erste Fehlentscheidung des Linienrichters. Und der Schiedsrichter hat sich auf seinen Linienrichter dort verlassen. Hätte ja den Linienrichter durchaus überstimmen können. Aber das sah deutlich so aus, als Neidhardt nicht im Abseits gestanden hat. Aber gut, wir werden das vielleicht später nochmal auflösen. Jetzt aber erstmal Türkgücü München dort in der Vorwärtsbewegung. Zumindest versuchen sie das das irgendwie in die Vorwärtsbewegung zu bringen. Und Helmer, du machst schon die Andeutung, es war 2 Meter nicht im Abseits. Also, müsste ich mich schon sehr verguckt haben. Also ganz komische Szene. Schade eigentlich, war eine gute Situation für uns. So, jetzt den Ball haben wir aber wieder abgefangen. Inzwischen den Ball abgefangen. Vielleicht hat er das passive Abseits von John Verhoek dort gewertet. Ne? Jetzt Kopfballduell im Mittelfeld. Corby Vollmann hat den Ball an der Mittellinie und Schöner Ball in den Strafraum. Das ist Littger. Littger zieht ab. Auf den kurzen Pfosten gezogen. Da muss noch einer dran gewesen sein. Der Ball geht rechts am Pfosten vorbei. Und es gibt statt 2-0 Eckball Nummer 3 für den FC Hansa Rostock. Also es geht munter weiter in diesem Spiel. 3-1 nach Ecken und jetzt kommt dieser Eckball von der rechten Seite. Und noch sind wir nicht ganz klar, wer den Eckball treten will, weil der Ball noch nicht da ist. Dann ist es René Vollhardt, der uns einen dieser Bälle überlässt. Und Moritz Littger und Bahn wie immer im Duett auf der jetzt rechten Seite beim Eckball. Und diesmal ist es Littger mit dem linken Fuß. Das macht dann auch Sinn, wenn sich alle im Strafraum versammeln. Sonnenberg ist da, John Verhoek ist da, Björn Rother ist da, dabei kommt einen kurzen Posten mit, verlängert und geht ins Tor! Jawohl! Das 2-0! Jawohl! Und ich weiß gar nicht, wer es war. Es könnte John Verhoek gewesen sein. Ja, ja. Oder ist er so durchgerutscht? Nee, ich glaube, er wollte ihn verlängern, aber der Ball geht dann irgendwie ins Tor und das ist das 2-0 in der 28. Minute. Für den FC Hansa Rostock. Und wir haben ein Eckballtor gemacht. Wieder ein Eckballtor. Das ist ja nicht das erste in dieser Saison. Deswegen üben wir diese Dinge ja die ganze Zeit im Training. Ich sag's ja immer wieder verschiedene Situationen, die wir dort durchgespielt haben. Und endlich hat's dann auch mal geklappt. Und das wird natürlich Jens Hertel auch freuen, dass wir endlich auch nach Standards richtig gefährlich und unausrechenbar sind. Das war John Verhoek. Würdest du sagen, nee? Ich würde oder fast Sonnenberg sagen, es war ein Eigentor. Ja, wir legen uns auf Sven Sonnenberg fest. Ich glaube, Aaron Berzel. John Verhoek hat verlängert und ich glaube, Aaron Berzel hat den Kopf dazwischen und kriegt den Ball nicht mehr weggeköpft, sondern haut ihn ins eigene Tor. Sven Sonnenberg stand direkt daneben, aber ich meine, Aaron Berzel, der war es. Mit dem Rücken ist es Aaron Berzel. Der kriegt seinen Körper da einfach nicht mehr weg. Den verlängerten Ball von John Verhoek, den haut Aaron Berzel ins eigene Tor. Wieder so ein kurioses Tor. Letztes Mal das Tor von Riedel, was mit der unmöglich physikalischen Flugbahn geht. Jetzt das Rückentor von Aaron Berzel. Ich glaube, es ist auch eine Premiere in seiner Karriere, dass er mit dem Rücken ein Eigentor erzielt. Ein Rückeigentor. Ne? So kann man das sagen. 30 Minuten rum, 2-0 FC Hansa Rostock, hätte ich nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen, mein Bauchgefühl war heute gar nicht so gut, aber gut, auch ein dicker Bauch kann hören. Also insofern, jetzt ist Lukas Schärf schön über die linke Seite, versucht er sich da durchzutanken, wird aber jetzt so
von seinem Gegenspieler angegangen, dass er den Ball über die Seitenlinie buxiert in Höhe der eigenen Eckfahne. Jetzt Einwurf für die Münchner. Aber wir stehen weiterhin hoch. Selbst Sven Sonnenberg steht dort fast an der Strafraumgrenze, aber er bleibt auch bei Sliskovic. Er lässt diesen Sliskovic nicht aus den Augen, aus den Füßen. Oh, nee, das war nichts. Die Rufe, die ihr auch jetzt, glaube ich, hören müsstet, wenn ich, ja, die hört ihr sehr gut, das sind die Münchner, die hier oben sitzen. Also ich würde vermuten, das ist so der Staff, das sind so ein paar Betreuer, vielleicht auch noch Spieler, die es nicht in Kader geschafft haben, die ja, dann ist man besonders sehr lautstark werden. Dann müssen wir mal unsere Aufsichtsräte da ins Rennen schicken, die sind nämlich dort mit oben mit auf der Tribüne, dass sie die vielleicht noch mal in die Schranken weisen. Ja? Ansonsten können wir lautstark können wir mithalten, also wenn hier noch ein Tor für den FC Hansa... Wir haben ja auch mehr Grund. Wenn hier noch ein Tor für den FC Hansa fällt, werde ich mich mal mit der geballten Faust nach oben umdrehen, das gönne ich mir dann heute. So, also Türkgücü München jetzt nicht mehr ganz so offensiv dort nach vorne ausgerichtet. Also sie versuchen das, den Spielaufbau jetzt etwas ruhiger zu machen. Also wollen nicht noch weiter in irgend so einen Konter jetzt laufen. Aber auch, guck mal, wie wir dort pressen. Und John Verhoeven läuft dort den Vollrad weitermachen. An. Ja, Vollrad an, aber wir pressen nicht gut genug nach, würde ich sagen. Trotzdem kommt jetzt der Ball wieder nach vorne. Sonnenberg versucht den Sliskovic abzublocken, kriegt es aber nicht. Insofern konnte Sliskovic den Kopfball dort gewinnen. Björn Rother hat den Ball inzwischen zu Markus Kolke zurückgespielt. Schiedsrichter sagt, keinen Foul dort im Mittelkreis an John Verhoeven. Jetzt über die rechte Seite Neidhardt auf Vollmann. Die beiden da wirklich heute so wunderbar dort spielfreudig über die rechte Seite. Also das ist heute wirklich eine echte Schokoladenseite, muss man sagen. Über rechts geht sehr, sehr viel von uns. Vielleicht auch, weil wir dort eine Schwachstelle bei den Münchnern ausgemacht haben in der Abwehr. Aber du musst auch genauso weitermachen gegen die. Also die haben ja ihre Schwächen nicht vorne, dass du dich jetzt zurückziehen kannst, sondern sie haben sie definitiv, wenn sie welche haben, hinten. Und gut, wenn du dann das Glück hast, dass sie dann noch ein Eigentor schießen, weil sie nicht mehr ausweichen können. Nehmen wir noch eins mit. Also. Nehmen wir gerne auch noch ein weiteres mit. Man muss dazu nochmal sagen, auch wenn es am Ende ein Eigentor war, John Verhoeven hat den gut verlängert. Der Ball kam gefährlich zu Sven Sonnenberg, der kann zwar nicht ran, aber eben auch nicht mehr Aaron Berzel weg, sodass der Ball ins Tor ging. Oh, ja, jetzt wieder so ein gefährlicher Ball, den Littger fast abläuft. Berzel spielt den Ball sehr kurz, fast zu kurz auf Sorg und auf Sorge. Und ja, der ist ja enorm, was sie hinten auch für muss den haben, ne? Da einfach über den Seiten aus donnern, sonst wäre ja Littger da dazwischen gegangen. Also wirklich enorm, was sie hinten auch für Schwächen aufweisen. Das sind also solche Fehler, die man sonst... Ja gut, aber du liegst 2-0 hinten nach einer halben Stunde, hast schon ein paar Fehler gemacht und wirst weiterhin attackiert. Das lässt dich nicht ruhiger werden im Spielaufbau. Jetzt Aaron Berzel blind in die Zentrale gespielt. Ball weg. Björn Rother auf Verhoeven wieder zu Rother. Ah, gut gemacht. Der zweite Ball ist dann aber leider weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Sliskovic versucht es schnell auf Busian, aber Riedel läuft ab. Und Riedel kennt Busian ja. Also die sind sich schon öfter mal begegnet. Nicht nur beim FC Hansa Rostock und weiß, wie er den abzulaufen hat. John Verhoeven dort, der schön im Mittelkreis den Ball dort hält gegen zwei, drei Gegenspieler. Jetzt über die rechte Seite. Oh, da geht's hart zur Sache. Fabian Vollmann, der erobert den Ball. Jetzt schön in die Spitze, in die Spitze. Auf Littger, in die Spitze, auf Littger. Der legt nochmal quer. Auf Scherf mit rechts. Scherf mit rechts. Volles Aber der Risiko. Ball ist noch im Spiel. Der Ball ist noch im Spiel. Noch nicht abbremsen dort. Bahn schubst seinen Gegenspieler, kriegt ihn aber nicht zugesprochen, den Einwurf, obwohl er ihn den Ball mit dem Gegenspieler ins Ausschubst. Aber ist egal, wir pressen vorne, wir kriegen den Ball vorne, aber doch nicht weggepresst. Und jetzt 4 gegen 3, Björn Rother versucht dort gegen Sarah Rehr den Fuß zwischenzuhalten. Jetzt müssen wir schnell nach hinten ein, das tun wir auch, damit wir hier dieses Ding, zum Glück dreht der Sarah Rehr ab, weil Sven Sonnenberg verpasst den Ball und damit hat Sarah Rehr nicht gerechnet. So, wenn er durchgelaufen wäre, wäre es richtig gefährlich geworden, aber wieder Sarah Rehr mit dem nächsten Übersteiger und mit der Flanke nach vorne, einfach no look, weil er genau weiß, dass Sliskovic da lauert. Genauso haben sie es im letzten Spiel nämlich auch gemacht, aber zum Glück no look ins Ausgespielt, Abstoß. Wow, bei der Szene eben, vielleicht können wir sie ja nochmal schildern, super Pass auf Littger, der macht das auch gut mit der Ballannahme und will ihn direkt zu Schärf binden, macht das auch, einen Tick zu kurz, sodass der Ball statt auf dem starken linken, auf dem rechten von Lukas Schärf landet, aber der macht das einzig Richtige, geht volles Risiko, was soll er machen auf der Situation, muss er versuchen abzuziehen, trifft den Ball komplett schlecht, sodass er in Seiten ausgeht zum Einwurf, aber das Risiko musst du einfach gehen, auch wenn es dein schwächerer Fuß ist, er hat auch schon mal mit rechts getroffen, erinnere ich mich, klappt nicht immer. Aber ja,
heute beim Stande von 2-0 und jetzt wird er gefoult, Lukas Scherf, und er sagt, Ball gespielt, das habe ich jetzt anders gesehen, aber wir bleiben im Ballbesitz. Littka links raus auf Bahn, Bahn läuft auf die Abwehr aus, legt dann nochmal in den Rückraum zu Löhmannsröben, der könnte rechts rüberlegen, tut er dann auch mit etwas Verzögerung auf Neidhardt. Neidhardt nimmt den Ball super runter, spielt dann flach in den Strafraum auf Bahn, der will durchlassen, schade. Und bei dem nächsten Ball holen wir uns wieder Neidhardt dazwischen, dann abseits entschieden, weil bei diesem abprallenden Ball von Neidhardt stand Bahn im Abseits und kommt dann an den Ball und so geht's abseits gepfiffen und Freistoß für die Gäste im eigenen Strafraum. Ja, diese Abseitssituation, das kann man nachvollziehen im Gegensatz zu der Abseitssituation vorhin. Das war wirklich irgendwie ein Blackout vom Linienrichter, da hat er irgendwas falsch gesehen. Jetzt aber wieder Gorzel nach vorne, später links raus, jetzt wieder überfallartig, wie sie das Mittelfeld dort überbrücken. Also es ändert sich nichts an dieser hektischen Spielweise, also wo nicht viel Geplänkel im Mittelfeld ist, sondern immer der lange, schnelle Ball nach vorne gesucht wird von beiden Mannschaften. Schnelles Umschaltspiel jetzt dort an Löhmannsröben vorbeigetankt, der Sarah Rehr, aber bei Bahn ist dann Schluss, sodass der Ball wieder in unseren Reihen ist, aber wir können da keine Luft holen und auch selbst im Spiel, das Spiel nicht aufbauen, weil die Münchner immer so weit vorne stehen. Also der eine brüllt sich hier hinter mir, aber die Kehle aus dem Leib. Wer ist denn das? Keine Ahnung, ich höre es über die Kopfhörer, aber ich sehe nur um mich rum, dass alle Blicke von allen, die hier sitzen, immer nach hinten gehen. Also er muss sich da offensichtlich zu erkennen gegeben haben. Ja, ich hoffe mal, dass der nicht noch ein Messer in der Tasche hat, denn wird mir Angst und Bange. Ne, wenn der so brüllt, der reißt uns ja die Ohren ab hier. Na, hört dich ja nicht. Du weißt nicht, wie laut wir waren bei den Toren, Helmer. Ne? Also. Da sind wir ja nicht die einzigen. Ein paar sind hier noch, die sich freuen. Eigentlich alle, die hier sind. So, jetzt John verhuckt auch mit der Kopfballverlängerung auf Littka. Littka an der Strafraumgrenze, wird nicht attackiert. Lukas Scherf muss noch einmal abbiegen, bringt ihn jetzt auf Björn Roder. Björn Roder mit der Flanke hinein. Oh, da verpassen sie alle. Aber die war an Freund und Feind vorbei. Zwar schön in den freien Raum, aber alle haben nur zugeguckt. Aber auch da hast du wieder gesehen, da spielst du so einen Ball mal so halb gelupft auf halber Höhe in den 16er. Und da stehen ja zwei Rostocker. Also die Lücken sind da in dieser Abwehr. Man muss sie nur finden. Jetzt der Ball von Vollert Richtung Mittellinie, Kopfball von Löhmannsröben. Der hat viel zu tun und macht das bislang sehr stark dort. Und jetzt da vorne musst du aufpassen. Busian presst dort gegen Neidhardt. Der ist resolut, haut den Ball erstmal ins Seiten aus. Und es gibt Einwurf. Ja, direkt vor der eigenen Bank von Türkgücü München, würde ich sagen. Wo irgendwo da hinten muss der Ball in Seiten ausgeflogen sein. Werfen sie jetzt ein. Jetzt, wo wir noch 8 Minuten, vielleicht noch eine Minute Nachspielzeit. Es gab eine kurze Verletzungsunterbrechung. Wendley Becks der Bahn lag da am Boden. Also, jetzt Rückwärtsgang bei den Gästen und wir gehen sofort wieder rauf. Bahn dort hinterher, der Torwart René Vollert kommt aus seinem Strafraum raus. Der Bahn wollte dort, dass alle pressen, aber ja, bricht dann ab. Es haben nur zwei mitgemacht, dann haben sie gedacht, die Körner spare ich mir jetzt. Jetzt höre ich auch auf. Aber es werden noch genug Situationen kommen, wo wir nach vorne mit schnellen Leuten und mit den letzten Körnern durchstarten müssen. Da muss man nicht jetzt unsinnig noch was verdrahten. Türkgücü jetzt nicht mehr so ganz zwingend hier. Also sie spielen sich jetzt gefühlt doch mal 3-4 Pässe häufiger hinten den Ball hin und her, um vorne eine Lücke zu suchen. Aber da stehen wir dann hoffentlich sehr massiv. Passiert sehr gut, also stehen jetzt fast mit einer Fünferkette dort hinten und attackieren jetzt in Form von Löhmannsröben nach vorne, hat irgendeiner das Pressing-Signal gegeben, jetzt muss Löh aber sofort wieder zurück und er orientiert sich auch gleich auf Sarah Rehr und jetzt aber über die rechte Seite das Pressing, John Verhoek läuft den Torwart an, auf der linken Seite wird mitgepresst, sodass Vollert wirklich den Ball unkontrolliert nach vorne spielen muss und Löh vor Sliskovic, nein, es wird ein Foul vorher abgeführt. Lukas Scherf soll dort geschubst haben gegen die 37 Nico Gorzel. Und das gibt dann Freistoß für ganz in Rot spielende Gäste. Ja, die, und das muss man weiter unterstreichen, immer gefährlich sind da vorne. Gerade wenn Zacharia an den Ball kommt, der dreht sich dann einmal um die eigene Achse, findet sofort Raum und Lücken. Und dann wirst du ja auch unruhig, da zieht dann den zweiten und dritten Mann auf sich. Und das sorgt dann für die Lücken, in denen die anderen stoßen wollen. Ist ihnen jetzt in den letzten Minuten nicht mehr ganz so oft gelungen, da vorne für Torgefahr zu sorgen, aber sie sind jederzeit gefährlich und Sarah Rea schon wieder stark, wird dort jetzt attackiert, kriegt das Foul gegen sich gepfiffen und zwar Foul von Corby Vollmann, also Foul für Sarah Rea gepfiffen und das gibt Freistoß Mitte der Rostocker Hälfte, das ist eine durchaus gefährliche Situation. Aus so einer Situation heraus haben wir gegen Dynamo Dresden das 0-2 kassiert. Ja, aber das passiert uns nicht nochmal. Wir sind ja auch eine lernfähige Truppe und werden nicht denselben Fehler nochmal machen. Jetzt kommt der Freistoß von Sarah Rehr rein. Butterweich dort auf Sliskovic, aber nein.
Julian Riedel ist vorher mit dem Kopf dran und jetzt treten wir raus. Lukas Scherf, schön rausgespielt auf Neidhardt. Der hat sich auf die andere Seite gemogelt, hier auf die linke Seite. Und es läuft Littger mit, es läuft Vollmann mit und in der Mitte ist auch noch Scherf mit dabei. Aber Neidhardt auf Scherf, quergelegt, drübergelegt, leider nicht gut genug. Insofern konnten wir diesen Ball nicht verarbeiten, aber dadurch, dass so viele Münchner mit zurückgelaufen sind, ist der nach vorne gespielte Ball der Rotgekleideten auch eine leichte Beute von Löhmannsbrüm, der zusammen hinten mit Sven Sonnenberg abgesichert hat. Der nächste Aufbau von unserer Seite. Björn Rother zentral abgespielt, angespielt, hat Platz, wechselt dann die Seite rechts rüber. Ein guter Ball auf Corby Vollmann. Im letzten Moment noch ein Gegenspieler dazwischen, der den Ball ins Seiten ausköpft. Das war die 17, Kilian Fischer. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und es gibt Einwurf für den FC Hansa Rostock. Fast Höhe der 16-Meter-Linie auf der rechten Seite. Holt sich jetzt Nico Neidhardt das Leder, wirft es kurz ein auf Löhmannsröben. Der schaut und geht dann ins Zweikampf. Sehr wendig dort und kriegt das Foul gegen sich, genau, für sich natürlich richtigerweise. Nein, ja, gegen Handspiel. Sich. Er wird nämlich nicht gefoult, sagt der Schiedsrichter. Geht zu Boden, berührt den Ball dann mit der Hand und kriegt jetzt Handspiel gegen sich gepfiffen. Boom. Naja. Gut, weiter geht's, Lö. Er sollte sich jetzt nicht zu doll beklagen, aber warum sollte er sich da fallen lassen? Ne? Also er war im Ballbesitz, in der Vorwärtsbewegung, an der Strafe. Das erklärt er dem Schiedsrichter auch nochmal. Ja, aber da darf er nicht zu lange erklären, weil wir sind jetzt nämlich in der Defensivbewegung hier und Sarah Rehr nach vorne, der versucht an Löhmannsbrüm vorbei, aber sauber von Neidhardt geklärt dort. Sarah Rehr steht auch sofort wieder, aber er geht auch immer auf diese Foulspiele dorthin. Der will auch diese Freistöße haben. Schön, wie wir den Ball dort erobern über Corbinian Vollmann, aber wir sind zu wenig Leute vorne dort. Ne? Deswegen müssen wir über die rechte Seite jetzt versuchen, den Ball entweder über die Seitenauslinie zu spielen oder nach vorne, und wir bringen ihn über die Seitenauslinie, und da macht Nico Neidhardt das einzig Richtige. Da mal wirklich 10 Sekunden warten, bis wir uns wieder vernünftig sortiert haben, damit wir auch offensiv ein bisschen was auf die Beine stellen können. Ja, und er wartet immer noch, weil er die richtige Anwurfstation finden will. Moritz Littger, schöne Ballannahme, wird dort hart bedrängt, bleibt immer noch im Ballbesitz. Diese berühmten engen Drehungen von Littger, der dort in den Zweikampf geht. Was? Meines Erachtens gefoult wird, am Boden bleibt und wieder kein Pfiff ist. Er lässt weiter sehr viel durchgehen. Also dass die Linie, die hat er beibehalten, der Schiedsrichter. Ob er damit jetzt tatsächlich immer richtig liegt, ja, weiß ich nicht. Also jetzt bei Lö eben und eben bei Littger dann erneut. Kein Pfiff des Schiedsrichters, stattdessen jetzt der lange Ball, aber der kommt nicht an. Der landet dann auf Umwegen bei John Verhoek. Der wird gefoult! Das kann man nicht durchgehen lassen. Da wird ja gerungen im Mittelfeld, römisch-griechisch, und John Verhoek zu Boden gerissen. Also Freistoß für den FC Hansa Rostock. Und gar keine ganz schlechte Situation. Aber wir orientieren uns da jetzt nicht so richtig zahlreich in den 16-Meter-Raum, sodass Littger und Bahn jetzt noch keine direkte Anspielstation haben. Es sei denn, wir warten noch, weil jetzt kommt Sonne noch, Löhmannsröben. Der Ball ist freigegeben, es könnte also doch ein Flankenball kommen. Littger läuft an, bringt den Ball in den Strafraum, an den 16er ein bisschen zu kurz. Und dann ist es zusätzlich ein Foul oder Abseits, war nicht ganz zu erkennen, aber es gibt Freistoß für die Gäste. Jetzt müssen wir wieder schnell nach hinten hier zurückeilen. Und Helmut, ich habe das Gefühl, dass wir bei solchen Foulspielen tatsächlich ein bisschen lauter brüllen müssen. Also nicht, dass hier uns die Ersatzbank oder die es nicht in den Kader geschafft haben, den Schneid abkaufen und der Schiedsrichter sich dadurch irritieren lässt. Also immer wenn wir richtig laut brüllen, dann reagiert der Schiri. Also insofern werden wir das jetzt hier mal eins öfter dann mitmachen, wenn einer unserer Spieler gefoult wird. Jetzt aber wir wieder vorne, Pressing mit Bahn und Littger über auf der rechten Seite, dann leider Sarah Rehr vorne im Ballbesitz gekommen, aber Ball abgeprallt, abgefangen von Sonnenberg. Sarah Rehr konnte nicht aus Liskovic spielen. Also dieses Duo versuchen wir dort wirklich mit allen Mitteln zu unterbinden und da tun wir auch gut dran. Ja, müssen wir aufpassen. Das macht in dem Fall Bahn ganz gut, das Aufpassen, und klärt dort zum nächsten Einwurf Mitte der Rostocker Hälfte. Jetzt der Einwurf weit zurück in die eigene Hälfte. Das machen sie oft, ist mir aufgefallen, dass sie den Ball selbst bei Einwürfen Mitte der Hälfte einfach wieder erstmal zurückwerfen zum Innenverteidiger. Dann gibt es wieder diese Lücke. Vorne stehen 3 oder 4 und dann kommt so ein Flachpass oder ein hoher Ball. Jetzt genau das wieder passiert. Und noch nee. Foul gegen Scherf. Da soll der Park auf den Busian auf den Fuß getreten sein und es gibt Freistoß und wieder zurückgespielt. Ja, das ist wirklich überraschend. Vielleicht ist das wirklich die Taktik, dass sie einfach dann immer diese... Oh, dann Schlag ins Gesicht! Schlag ins Gesicht! Jawohl, das Gelb! Das muss Gelb geben für Berzel. Wenn er das als Foul pfeift, muss er es ja auch mit Gelb bestrafen. Also da attackiert Bendlebecks der Bahn den ballführenden Berzel. Und der hebt den Arm und trifft Bahn im Gesicht. Kriegt auf jeden Fall den Freischuss gegen sie gepfiffen. Das heißt Freischuss für den FC Hansa Rostock. Somit Ballgewinn durch den Einsatz von Bahn. Aber das ist doch dann auch Gelb, wenn er es als Ellbogencheck sieht. Aber komm, die Münchner Brüllaffen gehen gerade in die Kabine.
Ja. Oder sie warten drin auf uns. Muss jetzt aufpassen, Helmer. Ja, in ihrer Kabine können sie gerne warten, aber da gehe ich nicht hin. Weißt du, warum ich lache? Er hat dich angeguckt. Ja, ja. Dachte, du siehst doch gar nicht, seine Brille ist geschlagen. Ja. Er dachte, du warst eben gewollt. Die warten auf dich. Ja, ja, klar. Ja, jeder muss Opfer bringen, Helmer. Mhm. AfD, FDR, ich freue mich. Letzte Minute hier in der ersten Halbzeit, zumindest offiziell. Sieht gut aus. Kopfballverlängerung in den 16er. Zweiter Versuch, Löhrens Röhm raus zu Vollmann. Vollmann noch zurückgelegt auf Neidhardt, der nochmal lang auf Bahn, der mit der Hacke auf Vollmann. Dann kommt ein hoher Ball, der erneut bei Bahn, dann alles rechts außen, einmal noch alles rechts außen. Dann Neidhardt nochmal auf Vollmann, der dreht sich um die eigene Achse, legt nochmal auf Bahn, sehr eng dort. Dann flankt dort super Neidhardt auf Nitka am 16-Meter-Raum. Nitka geht jetzt Richtung Grundlinie und dann will er den Eckball rausholen und den kriegt er nicht, weil alle sagen oder denken, der Ball ist berührt worden von einem Münchner, aber der Schiedsrichter sagt Abstoß. Na gut. Tja, die offizielle Spielzeit hier in der ersten Halbzeit ist um. Lüttger ist auch etwas überrascht, um es mal nett auszudrücken, weil er den Ball wirklich über die Seitenauslinie hat trudeln lassen. Aber dann soll es halt so sein. Dann darf der Schiedsrichter jetzt gerne aber zum Pausentee auch abpfeifen. Damit wir uns auch ein bisschen hier beruhigen können und diese solide und schöne erste Halbzeit auch so ein bisschen mal eine Viertelstunde genießen können. Jetzt dort aber im Mittelfeld Sararea gegen Verhug, aber bei Löhmanns Röhm ist Schluss. Trotzdem der Ball wieder abgefangen von den Münchnern über die rechte Seite. Sliskovic ganz frei dort. Jetzt hat er die Zeit zu flanken, bringt den Ball rechts raus. Park nochmal in die Mitte rausgeschlagen von Rother. Und jetzt der zweite Ball landet bei uns. Lüttger hat ihn sich. Lüttger holt ihn sich auf Verhug, der auch kurz vor der eigenen Strafraumgrenze ist. Schön auf Vollmann. 3 gegen 3 voll. Jetzt kommt der Ball rechts raus auf Neidhardt. Der ist mitgeeilt. Auch in dieser Form von FC Hansa Rostock nicht mehr wegzudenken. Neidhardt viel Zeit auf Bahn. Wieder zurück auf Neidhardt. Bahn wird dort gefoult und er ärgert sich. Er sagt, Mensch, ich bin doch schon wieder gefoult worden. Corbinian Vollmann mit dem Schussversuch. Und über links. Lüttger hat die Chance auf die Flanke. Schön. Butterweich auf den Kopf. Nein. Da tauchen sie alle vorbei. Und Sliskovic hilft hinten ausbringen. Den Ball nochmal raus. Löhmanns Röhm mit der linken Klebe wieder nach vorne gebracht und Björn Rother fängt den Ball ab und da ist Halbzeit. Eigentlich. Ja, selbst diese fast zweite Minute der Nachspielzeit, die musst du bis zu Ende angucken, weil da kann immer noch was passieren. Da gibt es nochmal eine Flanke von Nitka, die wird in höchster Not abgewehrt. Eine 2:0 Führung für den FC Hansa in einem unglaublich schnellen, intensiven Drittligaspiel, wo es Chancen gab auf beiden Seiten. Tatsächlich haben wir dann auch die ein oder andere mehr gehabt, das muss man auch klar sagen, mit einem Elfmeter, einem klaren und verdienten Elfmeter 1:0 in Führung gegangen. Bahn war gefoult worden, Bahn verwandelt sicher und dann das 2:0 nach einer verlängerten Ecke von Verhug in die Mitte verlängert. Aaron Berzel nicht mehr ausweichen. Mit seinem Rücken geht der Ball über die Torlinie. 2:0 für den FC Hansa Rostock in einem wirklich sehr guten Spiel. Und jetzt heißt es in der zweiten Halbzeit vor allem eins. Vorne so griffig und bissig bleiben und hinten so konzentriert gegen diese offensiv sehr starken Gäste. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Wir holen das Triple nach Hause, doch dann wach ich wieder auf. Es ist Samstag, steh auf, geh raus, es ist Zeit zu zeigen. Der Verein bedeutet gleichzeitig das Bundesland, denn nicht nur Yvonne hat zu Hause einen Hansa-Mann. Natürlich ist das cool, an warmen Sommertagen, in Rostock Fußball gucken, vorher in der Ostsee baden. Wer kann schon vor sich sagen, dass er diese Korken nicht kennt? Denn wenn es so ist, hat er nicht nur seine Schule verpennt. Gut oder schlecht, steht hier gar nicht zur Debatte. Wir tragen Fußballschuhe, nicht Anzug und Krawatte. Egal ob tätowiert oder die Hautfarbe, nach 90 Minuten sagen wir, dass wir zu Hause waren. In unserem Stadion, auf unserem Bolzplatz, wird einfach gefordert, dass hier jeder etwas Stolz hat. Denn wenn es heißt, du hast bei Hansa unterschrieben, sind 100% Denker leider untertrieben. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust, unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus, mit Herz für Hansa. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus mit Herz für Hansa. So viele Steine
lange im Weg. Doch was wurde draus gemacht? Im Endeffekt haben wir das bis jetzt immer geschafft. Das ist kein Glück, das ist Bruderschaft, Familie. Weil ohne Hansa Rostock hier ein ganzer Haufen fehlen wird. Ich sage ja, bis ich 100 bin und länger. So wie die unendliche Anzahl der Anhänger. Ich meine, was ist Liebe? Eigentlich selbst erklärt. Wenn man nach Regensburg locker auch am Mittwoch fährt. Gehen und zu sagen, alles Versager, ja, wir stehen zu deinen Farben und tragen deine Fahne auf ewig. Aufgeben geht nicht, das ist wie ein Eheversprechen, denn die andere Seite zählt auf dich. Das hier ist keine Bitte, sondern Interpretation. Für die S-Bahn Rostock ist noch lange hier nicht Endstation. Ja, wir sagen, ja, wir lieben, wir wollen mit dir noch so vieles erleben. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust, unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit's einfach raus mit Herz für Hansa. Natürlich ein Massenauflauf, ein Gedränge vorne mit bei. Und lieber Alexander Stefanovic, jetzt zeig doch mal, dass du diese Verpflichtung wert bist. Maring mit deinem goldenen Füßchen den Ball auf irgendeine Rübe da vorne. Der Ball ist freigegeben, Stefanovic rein, Kopfball und das Ding ist drin. Ja, 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 ja. Klar, ich lass es mir nicht nehmen, ja zu sagen. Ja zu sagen, ja nach all diesen harten Jahren. Ich ist die Flagge wie der Lance auf dem Mond. Mann, ohne Hansa Rostock wäre halb Deutschland tot. 1,965, scheiß auf den Wert. Mach es einfach, tu es einfach, tu dich nicht so schwer. Es ist ein Haken, nur ein Satz, nur ein Wort. Wenn schon nicht für uns, Mann, dann tu es für den Sport. Es ist ziemlich schwer, doch leider nicht mehr. Große Clubs machen es vor, Schulden weg, so wie ein Zauberer. Keine Ahnung, ist nicht unser Bier, nur Beispiel. Doch ohne hitzige Stimmung wird ganz Rostock geil. Es war nicht viel diese Saison. Oh Gott, mein Mann, sie war mager. Doch ich mach's wie Bertolt Brecht und mach jetzt diesen Ja-Sager. Zeig die Faust, zeig das Schiff für die Herzen hier. Das darf niemals passieren. Wir sind Hansa und das leben wir. Liebe Heimat, ich muss kurz was fragen. Wo ist deine Liebe für Verein und Fans? Wir tragen unser Herz im rechten Fleck und dreimal darfst du raten. Wir stehen zu der Flotte, unser Kogge hier im Hafen. Ey, die einzig wahren Farben bleiben da weiß-rot und die zeigen dir mit Stolz. FCH ist Tradition, trag aus Liebe das Trikot und singe unsere Hymne. FCH bis in den Toten, das hat auch seine Gründe. Bin in Mecklenburg geboren, wurde so zum Eck gefahren. So hab ich meine Liebe zu der Heimat nie verloren. Ey, jetzt gibt's was auf die Ohren. Das Stadion erhebt sich, 30.000 Fans singen mit, besser geht's nicht. Von 1965 bis für immer und ewig, das auch in der dritten Liga, Mann, ich fieber mit, versteht sich doch bitte wie von selbst, das ist sicher wie eine Rüstung, doch für diesen einen Moment brauche ich eure Unterstützung. Und so singe ich FCH, Hansa Rostock, Ole, lass die Kogge auf See. FCH, ist doch klar, ich sage ja. FCH, Hansa Rostock, Ole, lass die Kogge auf See. FCH, ist doch klar, ich sage ja. Hansa!
Schach und Eishockey. Beim Eiskunstlaufen haben wir uns blamiert. Dann kam uns ne Idee. Wir kauften uns ein paar Fußballschuh für 23 Mark. Jetzt rackern wir im Fitnessraum und joggen durch den Park. An der schönen gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Wir hatten Termin beim Präsidenten, waren vorher beim Friseur. Wir haben uns von Bier und Wein getrennt, das fiel uns wirklich schwer. Jetzt sind wir richtig durchtrainiert und fühlen uns riesengroß. Heute wird der Gegner abserviert und jetzt geht's los. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Tja, vielleicht im nächsten Jahr sind wir wieder da, denn auf die Dauer ist doch klar, braucht uns der FCH. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee. Tue, Tue! Gibt es einen Fußballverein. Ah, das war doch unser Tor. Der FC Hansa. Gib doch mal ab. Und da wollen wir rein. Was? Hier gebe ich weg. Ich komm jetzt über die Flügel. So schnell, ich kann ihn doch gar nicht sehen. Gib ab, gib ab. Laola. Wer ist denn Laola? Foul, Ripsier. Foul? Ich krieg nichts. Auswechseln, auswechseln. Was denn für ein Ball? Verlängerung. Aber höchstens 5 Meter.
dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurz... War ein bisschen zu ungenau, sodass John Verhoek da nicht rankommt. Und obwohl er da sehr entgegenging, am Ende der Ball bei den Gästen in der Abwehr landet. Und René Vollert ist es, der ja, den Ball dann nach kurzer Verschnaufpause wieder weiterspielt. Und jetzt John Verhoek läuft dort den eingewechselten Barry an, also bedrängt ihn richtig. Oh, Sarare, Handspiel, jawohl. Das sieht der Schiedsrichter auch sehr gut. Sarare will den... Björn Rother kriegt, glaube ich, oder Lümmerns Rüben da voll gepfiffen. Ich weiß nicht. Vorher, aber die Hand war dran von Sarare. Aber was mir auffiel, ist, dass Björn Rother hinter Sarare gleich wieder am Trikot zupfte. Und da habe ich kurz selber gezuckt, weil ich dachte, er hat gerade gelb gesehen für ein taktisches Foulspiel. Jetzt bitte nicht ein Textilvergehen mit einer gelben Karte. Richtig, das muss wirklich nicht sein. Also hier mit einem Mann weniger gegen so eine Offensivpower dort, das wäre sehr, sehr schwierig, über so eine lange Distanz noch zu halten, selbst wenn man hier 2-0 führt. Jetzt stehen wir hinten wieder sehr gut, sehr massiert, aber der Ball soll nach vorne durchgespielt werden. Sie schaffen es aber nicht. Wir können ihn abfangen über die linke Seite. Da ist Lukas Schäfer, der wird gefoult, der wird auch gezogen, aber das reicht dem Schiedsrichter dann auch ein taktisches Foul. Doch, okay. Doch, guck mal, da gibt es die gelbe Karte nämlich auch, genau aber dasselbe. Und in dem Fall, glaube ich, muss ich sagen, muss er das auch so machen, weil sonst ist Lukas mit Tempo durch. Aber interessant, dass der Schiedsrichter also dieses härtere Einsteigen häufig laufen lässt, ja. Aber diese taktischen Fouls also gnadenlos unterbindet. Ja, unterbindet und mit Gelb auch gleich natürlich. Ja. Ne? Also er hat tatsächlich viele Situationen mit physischer Härte in der ersten Halbzeit gar nicht abgepfiffen. Und bei taktischen Dingen ist er sofort da. Jetzt geht's Freistoß, das ist Björn Rother, der dort sehr weit links außen steht, den Ball dann nach vorne lupft auf Maurice Littke, aber der hat zu viel Drall, der Ball, prallt einmal auf und geht dann wieder in Seiten aus. Also das war nicht die optimale Ausführung, aber den Einwurf gibt es jetzt Höhe des 16-Meter-Raums für Türkgücü München, den bringen sie ungenau, den fangen wir ab, Maurice Littke steckt durch, links raus zu Bente Bexabahn, der wieder zu Littke, Littke verdrängt von zwei Gegenspielern. Eigentlich ist das genau das, was er sucht, nur er hat keinen Platz, er ist an der Seitenauslinie, bleibt im Ballbesitz, bringt dann dort Bahn wieder ins Spiel, schön gemacht, Littke Richtung Eckfahne, was gibt es da am Ende? Ein durchgesteckter Ball und dann gibt es ein kurzes Ziehen gegen Bahn, aber der geht zu Boden, es wird nicht abgepfiffen. Löhmanns Röben köpft den Ball wieder nach vorne. Wunderbar, flach in die Füße von Bahn. Bahn auf Schärf, der dreht sich um die eigene Achse. Ist jetzt im Halbfeld gelandet, wird vom Ball getrennt und dann gibt es den Flachball auf die rechte Seite bei den Gästen, die jetzt über den Ball über Umwege bei Boubacar Berry landet. Dann kommt Aaron Berzel, drückt raus, geht jetzt über die Mittellinie, spielt ihn links rüber zu Fischer. Fischer, ja, auf der linken Seite wäre Sarare, da bremst er aber ab, dem gibt er den Ball nicht. Kann ich nur schwer nachvollziehen aus seiner Sicht, aber gut, dem Mannschaftskapitän, Spielgestalter und Topscorer den Ball nicht zu geben. Aber wenn du ihn nicht leiden kannst. Boubacar Berry jetzt mit Tempo Richtung 16-Meter-Raum, der gibt den Ball an Sarare, der tritt kurz drauf mit der Sohle, Doppelpassspiel dann mit Berry. Das ist mir jetzt zu viel Ballbesitz für Türkgücü. So kommen sie bis an unseren linken Flügel, dann kommt die Flanke in die Mitte und die ist ungenau. Ja, jetzt haben sie es mal mit viel Präsenz im Mittelfeld versucht, sich nach vorne zu kombinieren und sofort ist das Problem da. Irgendwann kommt die Flanke, aber im Strafraum stand wirklich kein einziger. Ja, da stand nur Markus Kolke zum Glück. Der bringt den Ball jetzt weit auf John Verhoek. Oh, wie er dort in den Gegner quasi sich hineindreht dort. Also der Alexander Sorge, der muss da ja richtig eine Prellung am Brustkorb jetzt haben. Jetzt ist dort... Aber siehst du, Jens Hertel, ja, deutlich Feuer auf der Bank. Sofort hingeht und sofort der Mannschaft nochmal einheizt. Ja, nicht also nur der Mannschaft, sondern auch dem gegnerischen Spieler da. Aber er will einfach die Anspannung auch hochhalten, weil er weiß, wie hoch die Anspannung sein muss gegen diese Mannschaft. So, Türkgücü München in der Vorwärtsbewegung und der Schiedsrichter zeigt was an? Er zeigt an... Abseits kam er aus dem Abseits, der Gegner. Ich habe es nicht erkannt. Was anderes kann es ja fast nicht sein. Ne? Ja, zumindest da in Höhe der Mittellinie schon ein ungewöhnlicher Pfiff. Jetzt der lange Ball von Lukas Schärf da vorne auf Baxter Bahn. Der lässt den Ball dort durchrutschen. Berzel, der hier heute noch keine gute Figur gemacht hat, bringt ihn aber nach vorne. Björn Rother kann den Kopfball erobern. Jetzt Neidhardt muss aber abbremsen, weil er hat zwei Mann gegen sich. Schön dort nach vorne auf Littke. Littke raus auf Bahn. Bahn wieder zurück auf Littke. Der Ball kommt nur nicht an. Vollmann schießt seinen Gegenspieler an. Trotzdem wird er nach vorne geballert. Und da ist wieder Löwansrüm, der zum wiederholten Mal den eingesprungenen Kopfball macht. Leider nur zu Sliskovic, aber Björn Rother und
Julian Riedel zusammen im Verbund kriegen den Ball wieder so, dass er zumindest bei Markus Kolke landet. Und der sieht Sonnenberg und der war so ein bisschen aufgeregt, wirkte er dort, spielt den Ball dann raus zu Schärf. Schärf will ihn auf Verhoogst durchstecken. Da ist ein Gegenspieler dazwischen, holt den Einwurf heraus für die Gäste, die schnell ausführen. Jetzt sind sie schon Mitte der Rostocker Hälfte auf der rechten Seite an den 16-Meter-Raum gespielt. Da dreht sie sich um die eigene Achse. Flank könnte jetzt von der Grundauslinie kommen. Da ist ein Fuß eines Rostockers dazwischen. Es gibt Eckball für Türkgücü München nach dieser Aktion des eingewechselten Ünal Tosun, der sich zunächst um die eigene Achse dreht, den Ball nochmal zu seinem Kollegen legt und der will flanken. Ecke Nummer 2 für die Gäste. Ja, 3-2 nach Ecken, 2-0 nach Toren für den FC Hansa, aber man merkt, dass Türkgücü hier deutlich engagierter aus der Kabine rausgekommen ist. Ganz, ganz hoher Ball dort und alle tauchen durch und Freistoß. Freistoß FC Hansa Rostock, weil Sliskovic dort den Löhmannsröben gehalten hat. Und Jan Löhmannsröben sieht das auch so, bedankt sich nochmal beim Schiedsrichter und sagt dem Slisko, ja, du, wenn du mich hältst, gibt es immer einen Freistoß. Also lass das mal lieber, lass die Hände bei dir. Aber beim Sliskovic ist das auch so, den siehst du, wie viele andere Spieler das ganze Spiel über nicht. Und auf einmal, batsch, ist er vorne wieder ganz eng mit bei. So, Markus Kolke mit dem Abstoß. John Verhoogst kriegt diesen Flugkopfball nicht, dafür Lukas Schärf. Jetzt hat aber John Vogt, der rennt in diese beiden Spieler aber rein, und dass der Ball weit rausgespielt wird. Und da ist Liskovic im Laufduell mit Julian Riedel. Aber Julian Riedel ist deutlich schneller dort, zumindest in diesem Laufduell, als Liskovic. Und der Ball geht wieder zurück zu Markus Kolke. Und der muss ihn jetzt aus dem Stand weit nach vorne schlagen. Und Löhmannsröben kriegt dort einen Tritt auf den Arsch von seinem Gegenspieler. Das schockt ihn aber nicht. Der Ball wird weit nach vorne gespielt in die gegnerische Hälfte. Und jetzt wird Berzel gepresst, jetzt wird Vollert gepresst. Jetzt gucken wir, was bei rauskommt. Ja, Vollert muss jetzt. Vollert muss jetzt wirklich den ungenauen Ball spielen. Und wir sind im Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Das ist aber ganz, ganz eng. Der hat ganz eng den Gegenspieler anschießen. Jawohl. Nein, aber der Ball geht nicht ins Aus. Schade, schade. Noch ist er. Jetzt aber Einwurf für Hansa. Hast du gesehen, wie ganz langsam der Schiedsrichterassistent die Fahne erst so ein bisschen nach links und dann nein. Das ist Einwurf für Hansa. Er hat zum Schiri geguckt. Ja. Aber das wirklich, gut. Was mache ich denn jetzt? Doch, wink nach ich rechts. Mal ein bisschen und dann nach rechts. Da hat in die Kamera gewunken, weil dort die Familie natürlich zuschaut und ganz stolz ist auf den Papa, der hier Linienrichter ist. War aber hohes Bein dagegen. Kopf jetzt von Bex Bahn, aber trotzdem der Ball wieder über die Seitenauslinie. Und diesmal ganz energisch gewunken in Richtung FC Hansa Rostock. Also da hat er sich jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, der Linienrichter. Also ganz deutlich gezeigt, dass der Einwurf für den FC Hansa Rostock hier gezeigt wird. Jetzt zeigt er mal, wer hier der Kerl ist, wer die dicksten Eier hat. Einwurf FC Hansa Rostock, weit Neidhardt in den Strafraum. Verlängerung auf Rote. Aber Vollert pflückt ihn runter. Abstoß. Das war kein richtiger Schuss, weil die Position überhaupt nicht ging. Er ging einfach in den Ball, wollte vermeiden, dass die Gäste in den Ball Besitz kommen und beförderte den Ball nochmal in den Strafraum und jetzt ist Björn Rother auch schon wieder hinten. Voll dabei beim Versuch, Sararea zum Ball zu trennen. Das gelingt nicht. Man muss auch einfach sagen, wie wahnsinnig schwierig das ist. Wir haben da in der Halbzeit schon festgestellt, den kannst du quasi, wenn du 90% der Fälle nicht vom Ball trennen, du musst einfach verhindern, dass er jemanden findet, den er anspielen kann, weil der unglaublich ballsicher ist. Jetzt Björn Rother dazwischen, dann kommt ein Foulspiel gegen uns. Okay, ist eine gefährliche Freistoßsituation. Also wie die entstanden ist, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber hast du das gesehen? Nee, ich hoffe nur, dass Björn Rother nicht häufig jetzt im Mittelpunkt von solchen Entscheidungen steht, weil irgendwann hat der Schiri wahrscheinlich die Schnauze voll. Aber sie zeigt auch, wie viel und mit wie viel Einsatz Björn Rother dort spielt. Jetzt kommt der Freistoß in unseren Strafraum rein und John Verhoogst köpft ihn raus. Neidhardt jetzt nochmal rausgeschlagen und Corbinian Vollmann gegen Berry, da versucht er zu antizipieren. Jetzt kriegt er den Ball. Vollmann läuft aber seinem Gegenspieler in die Hacken. Schade. Da konnte er nicht mehr durchstarten, deswegen geht es nur über die schwieriger Ball für Neidhardt, der ihn gegen den anstürmenden Berry direkt mit der Innenseite nach vorne spielen wollte und den unter dieser Bedrängnis und mit direkt mit der Innenseite so genau zu spielen, dass dort Corby Vollmann Wechsel an den Ball kommt, ist auch wahnsinnig schwierig. Und jetzt gibt es einen Wechsel beim FC Hansa Rostock. Es geht vom Littger Platz Maurice Littger und es kommt Erik Engelhardt, wenn ich das richtig sehe. Genau, Erik Engelhardt kommt auf den Platz und jetzt schickt ihn der Schiedsrichter Maurice Littger auf die andere Seite. Littger war ein bisschen mehr hier auf Seite der Westtribüne als auf der Osttribüne. Muss er also am besten rausgehen. So.
Es kann ja nur sein, dass Moritz Lüttger irgendwie noch geschont werden soll, jetzt hier im Rahmen der Rotation. Oder dass Erik Engel hat mit seiner Schnelligkeit ganz glücklich vorne. Ist er, glaube ich, nicht. Nee. Vor allen Dingen auch, weil der Schiedsrichter ihn nochmal wegschickt. Aber Lüttger nach einer Stunde raus, hat er sich vielleicht auch was anderes gewünscht. Aber wir denken auch schon wieder an Sonnabend wahrscheinlich. Und ich glaube, Jens Hertel muss jederzeit bei diesen englischen Wochen überlegen, wen kann ich denn so oft belasten, wie lange halten die Jungs das aus und wen brauche ich dringend in jedem Spiel. Also es ist nicht so einfach. Jetzt wieder ein Foul gegen Björn Rother gepfiffen, der seinen Gegenspieler so ein bisschen geschubst hat. Alles also war gut, dass dieses Spiel in diesem Fall dort unterbrochen wurde. Aber wie gesagt, ich habe Sorge, dass Björn Rother hier das Spielende noch mitbekommt, wenn er doch viele kleine Fouls dort macht. Jetzt vorne, Corbinian Vollmann. Zwei Mann starten da vorne durch, aber tja, Corbinian hat eine ganz eigene Idee. Und die war zumindest nicht von Erfolg gekrönt. Nee, der Ball, der lange Ball, den verzieht er auch völlig. Also deswegen können wir die Idee nicht interpretieren. So, jetzt liegt ein Spieler von Tüguchi dort im Mittelkreis. Der Schiedsrichter sagt noch, nee, bitte niemanden von außen. Das müsste Aaron Berzel sein, der aber ohne gegnerische Einwirkung da umgeknickt zu sein scheint und im Mittelkreis liegen geblieben ist. Und man sieht jetzt, wie Sliskovic und Sararer, beide stehen dort vorne in vorderster Front, 1-1, Sliskovic gegen Sonnenberg, nee, Sliskovic gegen Riedel und Sararer gegen Sonnenberg, also ganz gleich die Größenverhältnisse. Wäre mir umgekehrt fast lieber, ne? Mir auch, ne? Aber die stehen in vorderster Front und sie kriegen auch diesen Ball, der ganz, ganz weit nach vorne gebracht wird, weil Sliskovic soll ihn nämlich jetzt ablegen. Sliskovic legt ihn auch ab und jetzt sind die Münchner dort vorne, Wiesel flink wieder mit dabei. Zum Glück sind wir genauso schnell mit nach hinten geeilt und Barry hat heute auch nicht seinen Sahnetag erwischt. Deswegen konnte er zunächst abgeblockt werden. Jetzt Aaron Berzel, der auch sich immer wieder offensiv jetzt mit einschaltet dort, bringt den Ball auf die rechte Seite. Jetzt legen sie sich uns so ein bisschen zurecht. An der Strafraumgrenze wird der Ball jetzt in den Strafraum gebracht. Mit Feuer geht er dort hinein und der Gorzel schießt zum Glück nur einen von uns an, und zwar müsste es Sonnenberg gewesen sein. Die dritte Ecke jetzt für Tüguchi München, die jetzt wieder so ein bisschen versuchen, Fahrt aufzunehmen. Jetzt müssen wir aufpassen, die kurze Ecke dort. Junge, da hat auch irgendeiner nicht so richtig hingeguckt, die wurde schnell ausgeführt. Jetzt ist aber Becksbahn raus, hält den Fuß dann davor und da steigen sie alle hoch und da kommt der Schuss aus der zweiten Reihe. Nichts war's. So, und da kannst du in der dritten Liga ja auch beruhigt sein, wenn der Schiedsrichter einmal sagt, ist nichts, dann bleibt das auch nichts. Aber hör mal, wie auf, wie die hinter uns brüllt. Jetzt, schade, auch fast einen Ballgewinn von Erik Engel hat. Da müssen wir echt aufpassen. Also wir können hier nicht nochmal sinnieren, was das eben war, weil sofort auf der Gegenseite Erik Engel hat fast eine 2-2-Situation hervorruft. Ja, ich wollte gerade noch mal einmal unseren Kollegen da hinten zurufen, dass der Schiri vollkommen die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber ich wollte dich nicht ins Wort fallen. Du wirst uns gleich sagen, ob es wirklich ein Handspiel war oder nicht. Aber es sah wirklich deutlich nach Kopf aus von Björn Rother. Aber jetzt schon wieder aufpassen. Jetzt sind sie wieder an der Strafraumgrenze. Jetzt fällt ein Rostocker, wird reingebracht. Der Ball und zum Glück Corbinian Vollmann kann den Ball rausschlagen. Aber wenn das so weitergeht, das halten wir keine halbe Stunde mehr durch hier. Ja, wir stehen sehr tief. Das fällt mir schon auf, dass wir den Gästen jetzt viel Raum gerade auch in unserer Hälfte überlassen. Und irgendwann war es kein Handspiel. Und ein Wechsel kommt auch bei uns noch. Ja, und es war auch kein Handspiel, wenn sich das beruhigt. Der Schiedsrichter hat tatsächlich richtig entschieden. Wer könnte da hinten stehen? Das sieht nach Olli Detlow aus. Vielleicht Detlow für von der Figur her, für Rother? Ja, gefühlt würde ich sagen, macht auch Sinn. Wer sieht eigentlich am Boden? Liegt auch noch einer am Boden, vielleicht wartet. Das ist sogar Rother. 6 und 25 wechseln. Ja, das ist Rother, aber Rother liegt auch am Boden. Also Björn Rother geht A raus. Und B ist er verletzt. Ich muss gerade sagen, er geht gar nicht raus, er wird vielleicht sogar rausgerollt, weil sie ihn jetzt da hinten behandeln an der Torauslinie. Und jetzt müssen sie ihn natürlich auch vom Spielfeld kriegen, sonst darf ja Detlow nicht rein, aber wenn er so ja, sie zeigen aber schon, also Schelle zeigt auch an, das ist eine schwere Verletzung, ja. Es muss sofort gewechselt werden, ja, und genau ja, ist das ist ja wollte. Schon passiert, aber Björn Rother ist ja deswegen nicht gesund auf einmal. Ach, das sieht nicht gut aus. Nee. Er kann nicht mehr alleine raus, er wird oft, er humpelt, das Bein muss hoch, er wird gestützt von zwei Betreuern und von einem Mitspieler und einem Betreuer, das sieht nicht gut aus. Nee, das ist meist irgendwas unten mit dem Sprunggelenk. Band wird es erwischt haben dort am Fuß und auch Christine Kühn, unsere Mannschaftsärztin, eilt dort mit hinzu. Die wird von Frank Scheller auch da hinzugerufen und deswegen sprintet sie, holt sich noch kurz die Information und das ist dann meistens das Zeichen, dass es wirklich sich um eine schlimmere Verletzung handelt. Alles Gute, Björn Rother. Um was geht es? Um das Knie? Habe ich das vielleicht gerade richtig interpretiert? Aber guck mal, wie er kann gar nicht mehr auftreten mit dem Bein.
Gut, Olli Dedlow müsste jetzt im Spiel drin sein. 25, ja, Oliver Dedlow ist eingewechselt worden, übernimmt jetzt positionsgetreu von Björn Rother. Das ist ja so, wie soll ich sagen, also eine Maxime von Jens Hertel, der also ungerne positionsfremd wechselt, sondern immer gerne 1:1 wieder tauscht. Oh, schön, den Ball antizipiert von Corbinian Vollmann. Er geht da alleine aufs Tor. Berzel geht und Vollmann versucht an seinen Gegenspielern vorbei, schafft es nicht ganz, aber aus dem Hintergrund kommt Neidhardt nochmal zusammen mit Bahn, versuchen sie den Ball zu kriegen. Schade. Ah, da war einer gegen vier ist er gelaufen, aber wunderbar, wie er den Ball dort antizipiert hat. Leemans Röhm mit allem, was er hat, wirft sich hier in den Ball und Berry fängt ihn vor der Seitenauslinie ab, macht noch so ein kleines Tänzchen, aber Leemans Röhm schon wieder mit vollem Einsatz gegen seinen Gegenspieler und Leemans Röhm kriegt den Freistoß. Jawohl. Endlich mal eine Entscheidung, die wo man erst denkt, was war das, und dann doch sagt, hey, gut gemacht. Ja, und der 17er, der Kilian Fischer weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er denkt, Mensch, ich wollte doch den Freistoß hier haben. Aber da kann ich, Corby Vollmann eben bei der Situation, kann er auch wirklich nicht viel anderes machen. Ne? Er hat 3-4 Leute um sich rum. Er ist zwar alleine unterwegs, aber einfach zu weit weg vom Tor. Und jetzt gibt es diesen Freistoß. Und Julian Riedl hatte kurz die Idee. Und dann sagt sich Bex, ich gehe mal hin. Das übernehme ich jetzt hier. Standardsituationen machen ja immer meistens mehr Bahn und Littger. Littger ist raus, also bleibt Bahn. Und der Freistoß kommt jetzt reingegeben von Bahn an den Strafraum ran. Da kommt der Torwart sehr weit raus. Da muss er sich sehr sicher sein. Da war sich früh sehr sicher, dass er diesen Ball kriegt. Und jetzt wird er wieder angespielt, der Vollert. Haut den Ball lang Richtung Mittellinie auf Diskovic. Der lässt ihn einmal im Kopf abprallen. Das war nicht so ganz kontrolliert, was sie da versucht haben. Fast Lukas Schärf dazwischen. Es gibt Einwurf für Türkgücü München vor direkt neben Jens Hertel stehen sie da und werfen ein. Ja, aber dass wir diesen Freistoß nicht komplett mit aller Gewalt vorne angespielt haben, war zu sehen, dass Sonnenberg hinten stehen geblieben ist. Jetzt Sarah Rehr, der sich dort vorbeitankt an Bex Bahn, hat das versucht, aber Bahn noch mit dem Fuß dazwischen. Deswegen konnten wir jetzt wieder den Ball erobern, den Gegenspieler anschießen. Einwurf holt Lukas Schärf dort raus in der eigenen Hälfte. Ja, Sarah Rehr, du sagst richtig, nicht vom Ball zu trennen, aber er kommt jetzt auch nicht so richtig durch. Ne? Also wir mit allem, was wir haben, werfen wir uns dazwischen. Das werden zwar noch lange 24 Minuten, aber vom kämpferischen Einsatz hinten, das stimmt richtig gut bei uns heute. Und Einwechslung Olli Dedlow, da muss man ja auch nochmal sagen, wie gut das ist, dass ein Jens Hertel keinen Spieler so irgendwie mal abschreibt oder sowas. Er bringt sie alle rein und letzte Woche Olli Dedlow von Anfang an gespielt, hat also jetzt quasi auch das Spielgefühl und darf heute oder muss heute rein, weil es bei Björn Rother verletzt ist, und da kommt eben kein kalter Olli Dedlow rein, sondern einer, der gerade letzte Woche ein gutes Spiel von Anfang an gemacht hat. Ja, und da zeigt sich, dass Jens Hertel doch ein richtig gutes Näschen hat, indem er eben solche Spieler bringt und die schon Spielpraxis haben. Und der Olli hat das ja letzte Woche richtig gut gemacht. Wir hatten nur kurz Angst, dass er sich da auch verletzt hat, aber Jens Hertel hat ja gleich im Interview hinterher gesagt, nee, das sieht nicht so, ist nicht so schlimm, der brauchte bloß eine kleine Pause. So, jetzt gibt es einen weiten Einwurf nach vorne. Dolmfer Huck ackert da wieder. Hat es auch wirklich schwer im Moment. Wo wir tiefer stehen, hat er natürlich meistens auch niemanden, auf den er so einfach ablegen kann. Hat den Ball jetzt an der Mittellinie. Ah, faul gepfiffen gegen, ich weiß gar nicht wen, Schärf. Und Freistoß wieder für die Gäste. Viele kleine Entscheidungen jetzt gegen uns. Jetzt gibt es das nächste Foul. Gibt es vielleicht sogar eine gelbe Karte, kann ich nicht erkennen. Lukas Schärf geht dort schnell weg, war dann offensichtlich derjenige, um den es geht. Und wieder so ein Freistoß aus dem Halbfeld, der sehr gefährlich werden kann, wenn du da vorne nicht aufpasst. Und immer wieder zu sehen, dass sich die Abwehrreihe, die gesamte Abwehr sehr weit aus dem 16er raus postiert. Und da musst du immer aufpassen, dass dir nicht einer im Rücken einer durchgeht. Jetzt kommt der Ball rein, wird rausgeköpft von John Verhoek, der gut zurückarbeitet, nochmal von Park zurückgeköpft, wieder John Verhoek. Jetzt der dritte Ball von Berzel, der landet dann aber bei Engelhardt. Engelhardt gegen zwei, da kann er eigentlich nur versuchen, irgendwie einen Einwurf rauszuholen. Und das schafft er leider nicht. Schieß ihn doch an! Ball getrennt und der Bahn geht nochmal hin und am Ende gibt es Einwurf für Türkgücü München. Das müssen wir schnell aufpassen, die wollen sehr schnell ausführen. Haben wir gut aufgepasst, dann ist Engelhardt dazwischen. Nächster Einwurf für Türkgücü, das Ganze jetzt schon in Höhe des Strafraums auf der rechten Seite, kurz eingeworfen, Berry nochmal abgelegt, zurückgelegt auf Park, der flankt aus dem Halbfeld, Vorsicht, rausgeköpft, eher zentral rausgeköpft, da kommt die 17, Fischer an den Ball, legt den Ball zurück auf Berzel lupft ihn nochmal an den 16er, da steht Schärf falsch, da bekommt der Ball durch, Schuss und gehalten, jawohl, von Markus Kolke, da war zu wenig hinter diesem Ball von Ünal Tosun, aber ja, Lukas Schärf unter dem Ball durch, da hat er sich so ein bisschen verschätzt, dann die Rückgabe auf Tosun, aber Kolke ist da und hält den Ball
Und wieder kriegt John Verhoogdonk den Freistoß nicht. Das sind natürlich auch die Momente, die uns fehlen. Sofort gibt es den nächsten Angriff. Der lange Ball nach vorne. Aber da ist Markus Kolke aus dem Tor raus und holt sich den Ball und läuft zurück in den Fünfer. Mit einer Eleganz, ganz eine Gazelle. Gefunden, dann eine Drehung und abgerollt den Ball auf Riedel. Das ist ja Riedel. Fast Eiskunstlauf, was Markus Kolke da macht. Also wirklich. Hätte nur noch gefehlt, dass sie auf der Bank alle die 6-0 heben. Ne? Genau, aber 6-0, so weit steht es hier dann doch noch nicht. Steht ja erst 2-0. Oh, da wurde drüber gehalten, beziehungsweise haben sich gegeneinander. Ja, und der Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Sagt, komm, steh auf zum 37er, zu Gorzel. Der ist nicht ganz so zufrieden damit, aber wie wir schon gesagt haben, der Schiedsrichter mit einer ganz konsequenten Linie, dass er diese härteren Einsteigen einfach vielfach laufen lässt, während er die Textilvergehen gnadenlos bestraft, aber Hauptsache er hat eine Linie, insofern ist das in Ordnung. Jetzt der abgeprallte Ball, den holt sich Olli Dedlo wunderbar, wie er da mit der Grätsche hineingeht und nur den Ball spielt, genau nur den Ball, auch wenn die hinter uns jetzt wieder ausflippen und hier mit allem, was sie haben, werfen, aber wir wollen bitte keine Münchner Klamotten oder Mützen oder Handschuhe sehen, die könnt ihr nachher dann wiederholen. Ja, der weite Ball dort von Vollert nach vorne geschlagen und den kriegt aber nur Jan Löhmann zurück. Es geht natürlich jetzt auch schon so ein bisschen an die Substanz. Du hast jetzt noch 20 Minuten reguläre Spielzeit auf der Uhr. Du bist in der zweiten Halbzeit, stehst du tief, läufst viel hinterher, kriegst nicht viel Entlastung hier auf den Rasen. Das geht in die Beine, das geht in die Substanz, das kostet Körner. Klar gehst du diese Wege mit einer 2-0-Führung leichter, aber du musst es trotzdem noch ganz schön lange hier bis zum Ende des Spiels durchhalten. Und jetzt gibt's ein Pfiff, weil da jemand drüber gehalten hat und das gibt auch die gelbe Karte für Erik Engelhardt. Ja, also jetzt gibt es also doch auch eine Reihe gelbe Karten. Ich glaube, 4 müssten wir inzwischen in dem Spiel haben. 2-2 nach gelben Karten, 3-3 nach Ecken, aber 2-0 der Spielstand nach Toren. Nach einer wirklich tollen ersten Halbzeit, die wir hier gesehen haben. Und auch die zweite Halbzeit ist kämpferisch richtig, richtig gut anzusehen. Und jetzt gibt es den nächsten Wechsel. Den letzten Wechsel bei den Münchnern, die ja schon zur Halbzeit zweimal gewechselt haben. Werden wir gleich sehen, wer dort hinein und herausgeht, also zumindest kommt ein großgewachsener Stürmer dort hinein. Ja, Gorzel geht raus und Holz kommt rein. Marco Holz, ja auch schon viel Drittliga-Erfahrung. Ich erinnere mich noch, dass der auch schon mit Burghausen gegen uns gespielt hat. Also der ist schon sehr, sehr lange dabei in dieser dritten Liga. Ja, jetzt Tegucci wieder mit dem Spielaufbau über Aaron Berzel. Hier links ist Fischer, der in der zweiten Halbzeit deutlich auffälliger ist als noch in der ersten. Spielt den Ball dann aber weit zurück aus der Rostocker Hälfte bis zu René Vollert. Das sieht man auch nicht so oft. Jetzt wagen wir uns da so ein bisschen raus. Bente Wechselbahn auch immer wieder führend dabei, wenn es darum geht, früh zu attackieren. Jetzt kommt hier der Flügelwechsel auf Fischer. Fischer lässt den Ball von der Brust abprallen, schickt dann seinen Kollegen, den eingewechselten Marco Holz, sofort steil. Dem bringt aber der Ball vom Fuß ins Seiten aus. Schade, in Seiten aus, nicht ins Tor aus. Dadurch wird es jetzt hier so eine typische Pressing-Situation geben. Wir haben Einwurf fast an der Eckfahne und alle, aber auch wirklich alle Spieler befinden sich nicht nur in der Rostocker Hälfte, sondern hier auf diesem kleinen linken Stück. Das ist unfassbar. Und jetzt rausgeschlagen. Schön gemacht von Löwans Römer. Hat er gut gemacht. So bringt ihn sogar an den Mann. Jetzt müssen wir aufpassen. Das macht Verhoogd gut auf Schärf. Schärf lässt einmal durch die Beine gehen den Ball, spielt ihn dann nach vorne auf Engelhardt, der mit seinem Körper den Ball erstmal abdeckt und dann hintenrum wieder auf Lukas Schärf spielen will. Dann aber auch, da kommt der Ball bis zur Sonne und der wird unter Druck gesetzt. Ich glaube, der war auch gar nicht so gedacht. Ich glaube, der sollte eher zu Schärf und kam zu ungenau. Und dann muss Sonnenberg den Ball auf die Tribüne donnern. Jetzt sind zwei Bälle im Spiel. Ja, das ist zu Recht, dass der Schiedsrichter hier das Spiel unterbricht. Löhmannsröben giftig. Am Mittelkreis holt er sich den Ball. Jawohl! Bahn nochmal dazwischen. Ja gut, das kostet enorm viel Kraft, aber es demoralisiert vielleicht auch so ein bisschen den Gegner, wenn er merkt, er kommt mit seinem Passspiel einfach nicht weiter. Ja, wenn es dann demoralisiert, nehmen wir es gerne mit, aber wir haben noch 16 Minuten hier, wo wir demoralisieren müssen, wo wir selber unsere Moral auch hochhalten müssen, aber da haben wir natürlich solche Spieler wie Jan Löhmannsröben, die hier auch kämpferisch richtig vorangehen, jetzt vorne Becksbahn, also was der hier heute läuft, also wenn der nicht heute Abend mit Krämpfen im Bett liegt, dann weiß ich auch nicht, also immer wieder läuft er an, immer wieder giftig vorne, also Becksbahn. Aber Löhmannsröben, der auch ähnliche Laufpensum zeigt, darfst du auch nicht vergessen, der immer wieder dazwischen grätscht und sind zwei Transfer. Die man wirklich sagen muss, Chapeau Herr Piekenhagen, wer hätte das gedacht, dass die hier so einschlagen. Nächster Wechsel beim FC Hansa, der dritte. Ja, der dritte und damit auch letzte Wechsel. Es geht jetzt runter.
Ja, so richtig klar. Ach so, hier unten. Ich guck gerade, wo geht er denn? Na, da, Corby Vollmann verlässt den Platz, geht gleich hier vorne runter, sodass ich ihn nicht sehen konnte. Und für ihn kommt Manuel Verona Pulido, der dieses wunderbare, traumhafte Tor zum 2:0 am Samstag gegen die kleinen Bayern, nenne ich sie mal, geschossen hat. Aber kleine Bayern kann man bei denen ja auch fast nicht sagen. Vier von den Leuten, die hier am Samstag gespielt haben, haben gestern Champions League in Madrid absolvieren dürfen. Von sogar zwei auf dem Platz. Ja, also insofern war das doch nicht so die gefühlte C-Truppe, die wir hier geschlagen haben. Da waren schon ein paar richtig gute Jungs mit dabei. Ne? Aber jetzt haben wir erstmal die anderen Münchner hier. Eine Viertelstunde müssen wir noch überstehen und die werden jetzt wahrscheinlich eine Viertelstunde nochmal alles, aber wirklich alles nach vorne werfen. Und auch der Vollert ist ja dafür bekannt, dass er schon vor der 90. Minute auch mit in den gegnerischen Strafraum geht und auch dort durchaus mal Tore erzielt. Aber das wollen wir heute natürlich im leeren Ostseestadion nicht sehen, weil ich habe keinen Bock, die Münchner Fraktion hier hinter mir heute noch jubeln zu sehen oder zu hören. Schade, wieder so ein Foulspiel da an der Seitenauslinie Mitte der Münchner Hälfte. Im Moment machen wir es gut, wir halten sie weg. Wir halten sie weit da vorne. Wir kommen zwar nicht richtig im Ball, kriegen nicht so richtig Entlastung rein, aber halten sie zumindest weit weg aus unserer Hälfte aktuell. Die letzten Minuten sieht das zumindest sehr ordentlich aus. Ja, wir tun gut dran, dass wir genauso auch weitermachen. Ich bin nur nicht sicher, ob wir das noch eine Viertelstunde so durchhalten, gerade da vorne, Baxter Bahn. Also der muss aber das, jetzt, wir haben schon dreimal. Ist aber unglaublich, was der läuft. Es ist unglaublich, was der für eine Kondition hat. Vielleicht macht sich das doch ganz gut, dass sie ihn im Training, ich habe es ja beim letzten Mal erzählt, immer häufig schicken und er gerade zum Beispiel auf Manuel Verona Pulido dann sauer war, gesagt, ey, jetzt läufst du mal selber hier, 7-mal schickst du mich im Vollsprint da vorne bis zur Grundlinie. Aber insofern kann man sagen, danke Pulido, dass du das gemacht hast. Vielleicht sehen wir, dass hier heute nochmal das Pulido Bahnsteil schickt. Oder er revanchiert sich mit einem Steilpass, denn Pulido ist ja noch frisch. Ja, aber Pulido braucht ja bloß im Strafraum stehen. Den brauchst du bloß im Strafraum anspielen und dann weißt du, was passiert. Dann hören wir hier gefühlt die Torhymne. Freistoßsituation, auch wenn die Münchner dort von der Bank her aufspringen und sagen, das war nicht so, aber Freistoß FC Hansa Rostock, 77. Spielminute läuft, also noch 13 Minuten. Seit gut 5 bis 10 Minuten haben wir sie so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, muss ich sagen. Also mag dann jetzt tatsächlich auch nichts mehr für Feinschmecker sein. Die erste Halbzeit war offensiv, intensiv, schnell. Die zweite ist dann doch eher taktisch, aber haben wir dann trotzdem gut gelöst, muss ich sagen. Bis hierher machen wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt kommt der Ball doch durch auf Verona Pulido. Verona Pulido liegt rechts raus auf Neid. Ganz schön steil hat er ihn geschickt dort. Jetzt zurück auf Lanürmann zurück. Er hat ganz viel Zeit mit dem Pass. Ganz viel Zeit mit dem Pass auf. Nee, da waren 4 Rote. Er wollte es eigentlich schaffen, auf John Verhoek zu passen. Und zum Glück hat dort Olli Detlow seine Füße dazwischen, dass dieser Pass nach vorne nicht ankommt, sondern in einem Einwurf für den FC Hansa Rostock endet. Ja, aber da hast du es gesehen, Mann, Herr Bruna Pulido schickt gerne mal seine Kollegen steil. Und wenn du nur in der 78. Minute einen Nico Neiter hat, der hier auch wirklich Kilometer gestruppt hat, sagst, hier komm, lauf mal. Was ja auch nicht verkehrt war, aber dann tut das natürlich schon weh. Ne? Eigentlich sollte es umgekehrt sein, ne? Ja, dass er Pulido schickt. Er konnte da schlecht selber loslaufen. Jetzt kommt der lange Ball da nach vorne, aber den geht nicht Pulido hinterher, sondern Bahn. Und da ist der Fehlpass. Und da ist Engelhardt mit der Riesenchance. Und an den Pfosten. Erik Engelhardt läuft in diesen Rückpass, der zu kurz kommt, holt den Ball, sieht aufs Tor, zieht ab und trifft dabei einen Gästespieler. Von dessen Hüfte prallt der Ball an den Pfosten und geht ins Tor aus. Das war der Berzel, der vorher zweimal heute Kacke gespielt hat für sein Team. Der rettet hier vor dem 3-0 das Ding. Es war der Vollert, war geschlagen, nachdem Erik Engelhardt dort in diesen Fehlpass hineinspritzt. Ja, wir bleiben jetzt mit zwei Mann hinten stehen, weil Sarah Rehr, den schnellsten haben sie hinten gegen Nico Neidhardt gestellt. Und jetzt kommt erstmal die Ecke hinein auf den Kopf von John Verhoek. Es geht aber nur zur Seite. Und Helmut, du hast was zu bemängeln. Ja gut, der wäre ja fast drin gewesen, muss man ja sagen. Das war tatsächlich sehr knapp. Aber wenn man hier nochmal genau sieht, hat Erik Engelhardt natürlich die Option, den Ball in die Mitte zu legen. Und da hätte John Verhoek wahrscheinlich deutlich besseres Schussfeld gehabt. So bleibt es beim 2:0. Da haben wir gerade eben die Chance gehabt, den Sack wirklich zuzumachen. So ein bisschen unverhofft zu dieser Chance gekommen durch diesen Fehler. Der aber auch nur passiert, weil du auch in der 78. Minute noch presst vorne.
Ja, da hat er gut antizipiert, diesen Ball, und hätte sich jetzt mal belohnen können, vielleicht auch so ein bisschen Frust von der Seele schießen können von den letzten Wochen, wenn du immer nicht so Berücksichtigung findest im Kader. Jetzt bist du ja zweiter Stürmer, weil Pascal Breyer immer noch so ein bisschen angeschlagen dort auf der Bank sitzt, vielleicht auch für Spiele geschont wird, wo seine Schnelligkeit dann wieder von Vorteil sein wird. Jetzt der Abschluss von Kolke nach vorne, wir können den Ball sichern, Erik Engelhardt sichert den Ball dort gegen zwei Spieler zusammen mit Löhmannsrögen. Das geht aber über die Seitenauslinie und es gibt Einwurf für den FC Hansa Rostock nach 80 Spielminuten und 10 Minuten noch zittern um das Ergebnis und der immer tiefer hier reinkriechenden Kälte. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, so ein Fußballspiel, was so läuft, das wärmt dich trotz allem. Also das ist so, du zitterst ja nicht nur, sondern du zitterst auch eben auch mit. Und wenn es 2-0 steht und du siehst die Mannschaft so ackern, und das tut sie wirklich, also für alle, die es jetzt wirklich hören und nicht sehen, diese Mannschaft ackert hier tatsächlich dieses Spiel von der ersten Minute an durch. Und jetzt auch wieder Hacke, Polido auf Neidert, Neidert steil auf Bahn. Und der nochmal den Ball nicht kriegt, aber sofort nachsetzt, sofort wieder dem Vollert hinterherhetzt, den zu dem schnellen Abschlag nötigt. Oli Detlow setzt dort nach, das Ganze jetzt schön, wieder Neidert dazwischen. Mitte der Münchner Hälfte agiert wir jetzt. Pressen jetzt wieder früh und zwingen sie A zu solchen unkontrollierten langen Bällen und B halten wir sie eben einfach auch weg von unserem Tor. Also Bex Bahn nach diesem Sprint jetzt sieht man aber auch, dass er kann nicht mehr viele Körner haben. Der läuft schon längst auf Reserve hier. 10 Minuten muss er noch gehen auf Reserve. Also wie der vorne dort die Löcher zuläuft, also der kriegt heute mal von mir hier, auch von oben, wirklich ein Extra-Lob, wo man wirklich sagen muss, Wahnsinn, diese Laufleistung, dieser Einsatz für den FC Hansa, also danke, Bex, das war es schon mal wert. Jetzt Verona Polido, der versucht uns hier nochmal mit ins Spiel zu bringen, indem er den Ball fast zum Fanradiopult hier schießt. Einwurf für die Münchner. Bex, der Bahn läuft dort hin und her. Aber da kannst du auch verstehen, warum man diesen steil gespielten Ball eben einfach nicht mehr so wirklich unter Kontrolle bringen konnte, weil ihm die Kraft fehlt. Aber da setzt jetzt schön Löhmannsröben auf der linken Seite nach, holt sich den Ball, nimmt dann etwas Tempo raus, hat auch keine Anschlussstation, muss dort warten, bis die Kollegen nachrücken. Oli Detlow wird von hinten attackiert, hat den Ball immer noch. Oli Detlow trägt ihn da quasi auf die linke Seite, spielt ihn zu Bahn. Nee, das ist nicht Bahn, das ist Engelhardt. Dann kommt der Flügelwechsel von Löhmannsröben, der ist ein bisschen zu kurz geraten. Schade, hier Polido stand frei, aber der Ball landet bei Fischer. Und Scheiße. Jetzt kommen sie über die rechte Seite, da gelingt unser Pressing mal nicht. Erik Engelhardt ist schnell, geht sofort hinterher dort vorne, bedrängt den Gegenspieler, um ihn am Flanken zu hindern. Der bricht den Sprint ab, legt zurück. Jetzt sind sie Mitte der Rostocker Hälfte. Park in die Mitte gelegt auf die 24, das ist Erhardt, der legt ihn nochmal zurück. Ja, wir haben diesen Konter unterbunden, weil wir sofort wieder hinten waren, weil ein Engelhardt nachgesetzt hat nach hinten. Jetzt Flanke aus dem Halbfeld, das ist dann immer so die Notlösung. Hacke von Sarah Rehr, abgefangen von Neidhardt, fast am Elfmeterpunkt. Und was macht er? Er kommt ins Straucheln und kriegt den Pfiff natürlich nicht, weil er selber stolpert. Da war auch ein bisschen die Kraft weg. Fertig. Du merkst es jetzt auch, die Kraft ist raus bei Neidhardt und Bahn wird zu Boden gerissen und die Gäste bleiben im Ballbesitz und der Schiedsrichter hatte gerade was anderes im Blick und der Schiedsrichterassistent hat es nicht gesehen. Ball ist aber Mitte der Rostocker Hälfte. Die Sarah Rehr am 16-Meter-Raum tritt einmal auf den Ball, dreht sich um die eigene Achse, nochmal um die eigene Achse, spielt ihn dann links raus auf Fischer, Fischer gegen Polido, die Flanke kommt in den Rücken der Abwehr, nochmal zurückgelegt, Vorsicht, da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie nicht zum Abschluss kommen, schön geleert, geklärt, Detlow, raus auf Neidhardt, schickt dann verhuckt steil und das Ganze gibt ein Pfiff gegen Tsukuchi München, ich weiß noch nicht gegen wen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nicht erkennen, wo wir diesen Freischuss kriegen. Hinten drüber gehalten. Muss einer drüber gehalten haben im Strafraum gegen Olli Detlow, wenn ich das richtig sehe, weil der hat den Ball ja rausgeschlagen. Beziehungsweise Neidhardt, einer von beiden, hat das Foul gezogen. Insofern schöne Situation jetzt in dieser laufenden 84. Minute schon, wo wir Ruhe reingebracht haben, den Ball haben, wir können uns sortieren und die Zeit geht vorbei. Das ist wichtig. Ja, 84. Spielminute hier, Markus Kolke mit dem Freistoß, den er jetzt weit nach vorne schlägt auf die rechte Seite, auf Polido mit der Kopfballverlängerung dort und John Verhoek jetzt mit dem Pressing auf Vollert, jetzt läuft er ihn an und Vollert rutscht aus und der Ball segelt trotzdem durch die Luft, dann Löhmannsröhm mit dem Kopfballduell gewinnen dort, der Ball wieder zurück und wieder zu Löhmannsröhm und wieder Löhmannsröhm und guck dir mal an, wie er diesen Ball hineingeht, schön links auf Schärf schickt nochmal Engelhardt steil, aber das war zu steil, aber er rennt trotzdem die Gegenspieler an und insofern über die Seitenauslinie geklärt, Einwurf für Tüggeci München. Ja, die 84. Minute ist gleich vorbei. Einwurf München weit in der Münchner Hälfte auf deren Rechtsverteidigerposition. Dann kriegen sie den Ball irgendwie so ein bisschen raus, aber das Ganze nur auf Kosten eines Einwurfs für den FC Hansa Rostock. Und zwar genau bei
Jens Hertel. Und da hat Lukas Scherf nicht so ganz eilig und wartet kurz und nimmt den Ball dann und wirft ihn kurz auf Löhmannsröben, der zurück zu Lukas Scherf, der nach vorne spielt. Hoher Ball auf Verhook. Verhook versucht ihn abzulegen. Erik Engelhardt, der immer seinen Körper sehr gut einstellt, den Schubser kriegt und den Einwurf rausholt. Und das Ganze Mitte der gegnerischen Hälfte auf der linken Seite. 20 Meter weiter vorne als eben jetzt dieser nächste Einwurf von Lukas Scherf. Lukas Scherf wartet. Lukas Scherf wartet wieder kurz auf Löhmannsröhm gespielt, der zurück abprallt. Abprallen lässt auf Scherf, der dann aber leider mit dem Ball ins Seitenaus gerät, sodass es jetzt Einwurf für die Gäste gibt. Aber wir haben fast eine Minute von der Uhr genommen. Ja, die 85. Minute ist fast rum, also und es waren gefühlt nur 10 Sekunden. Jetzt Apolide, guckt ihn mal wunderbar, wie er diesen Ball runternimmt. Also das war ein technisches Kabinettstückchen. Leider verliert er jetzt den gegen zwei Gegenspieler, sodass der Ball nach vorne wieder geschossen wird. Aber wir sind unheimlich schnell wieder mit hinten. Wir sind mit mehr Leuten hinter dem Ball dort. Jetzt verschätzt sich Julian Riedel ein bisschen beim Rauslaufen. Deswegen kommt die Flanke jetzt hinein. Wir müssen die ablocken. Die Flanke müssen wir ablocken. Sliskovic mit dem Kopfball. Und zum Glück Sliskovic mit wenig Fortun bringt den Ball weit neben das Tor. Abstoß FC Hansa Rostock. 85,5 Minuten sind auf der Uhr. Ja, und 3, 4, 5 Münchner gehen jetzt komplett im Fünferpack hier herunter. Die haben genug gesehen, Helmer. Ja, haben sie ja vorhin auch schon gemacht. Wahrscheinlich haben sie irgendwas anderes zu erledigen. Aber das war mal die erste Abschlusssituation von Sliskovic, den wir hier bis zur 85. Minute weggehalten haben. Da kommt er auch nicht richtig hinter den Ball, muss man sagen. Er hat zwar die Größe, kommt an den Ball, aber kann ihn nicht aufs Tor bringen. Jetzt Bahn mit Technik, aber mit, ja, muss man ehrlich sagen, kaum noch Benzin im Tank, legt ihn rüber auf Lukas Scherf, der nochmal volles Tempo Richtung Grundlinie zieht. Was macht er? Versucht zu flanken. Eckball rausgeholt von Lukas Scherf. Ja, mehr kannst du da nicht erwarten. Holt diesen Eckball raus und jetzt haben wir die 4 Minuten vor Schluss natürlich auch Zeit, muss man ganz klar sagen. 5. Ecke für den FC Hansa Rostock. Bahn schleppt sich da förmlich nochmal zum Eckball, hat alles rausgeholt, was da in diesem doch recht schlaksigen Körper drinsteckt, muss man sagen. Wird jetzt aber trotzdem diesen Eckball noch reinbringen. Und Sonne ist nochmal mit vorne, also den lassen wir jetzt nicht hinten, den Sonnenberg, sondern der darf vorne nochmal im 5-Meter-Raum für Unruh sorgen. Der Ball wird jetzt reingebracht, kommt an den kurzen Pfosten und dann von Engelhardt aufs Tor verlängert. Gar nicht so schlecht gemacht. Wenn er den vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten setzen kann, wird es richtig gefährlich. Der Abschlag vom Torwart landet bei Bahn, der köpft ihn nach vorne auf Engelhardt. Stark gemacht, der stellt seinen Körper dazwischen zurück zu Bahn. Bahn nimmt den Ball erstmal an, schickt dann Engelhardt auf der linken Seite steil. In der Mitte wäre Verhook, der von zwei Leuten gedeckt wird. Erik Engelhardt zieht es auch wieder sehr Richtung Eckfahne, muss man sagen. Und das ist leider keine Ecke, weil der Gegenspieler den Braten gerochen hat, seinen Fuß hochnimmt. Abstoß für Tüküci. 88. Minute läuft. Ja, ich kann dir sagen, warum die so schnell hier aus dem Stadion sind. Die haben ja so einen riesen Kader. Ich glaube, 33 Spieler, da werden die Plätze im Bus knapp und die wollen direkt nach dem Spiel ja hier losfahren. Und da will natürlich jeder einen warmen Sitzplatz haben. Ne? Also deswegen verlassen hier zumindest die Spieler und Angehörigen, die doch hier in einer großen Menge oder Anzahl hier im Stadion sind, jetzt irgendwie fluchtartig das Stadion. Könnten sich aber dann ruhig noch diese 2,5 Minuten geben, weil ihre Mannschaft zumindest fightet. Das muss man sagen. Also das kann man ihnen nicht absprechen, aber der FC Hansa Rostock fightet eben noch diese paar Prozent mehr. Ganz stark gemacht! Ganz stark gemacht von Sonne, wie er dort den Sliskovic abkocht. Ja, und jetzt Neidhardt vorne auf Verhook. Und wieder ist Baxter Bahn gegen 4 Mann. Da wird er gegrätscht, aber er spielt natürlich den Ball. Ne? Und Berry sichert ihn, bringt ihn nach links auf Fischer. Fischer links raus auf Sarare hat er versucht, aber Neidhardt ist schneller vor Sarare am Ball, der so langsam auch keine Lust mehr hat. Jetzt hier nach 88 Spielminuten. Der Mann mit der 24, der ist ja noch frisch. Der Erhard hat nur gespielt, ist mir uns noch nicht aufgefallen in der ersten Halbzeit. Der spielt den Ball auch nach links. Er hat sogar schon gelb. Ja, das sind die einzigen Aktionen, die ja hier bisher zumindest mir wissentlich in Erinnerung bleibt. Ja, und Helmer, es sieht gut aus. Es riecht nach Heimsieg. Es riecht nach Heimsieg und wenn wir die ganze Zeit sagen, wie sehr sich unsere Mannschaft reinhaut und dass sie alles wirklich rausholt, dann liegt das natürlich, und das muss man auch klar sagen, auch an einem Gegner, der dich dazu fordert, der dich dazu bringt. Der hat schön abgefangen von Olli Detlow, der in diesen Ball geht, den im Rückwärtslaufen runternimmt, ihn zur Seite legt, der schön spielt auf die linke Seite zu Engelhardt. Der holt sich den Ball, der ist nicht im Seitenaus. 1-1-Situation, Engelhardt aber hat nicht den Drang, hier was zu machen, außer zur Eckfahne zu gehen, und kommt dann trotzdem vorbei, Engelhardt, und dann kriegt er sogar noch fast das Foul, nein, er geht zu Boden, da steht sich der Pfeife. Steh doch auf! Das Spiel geht weiter. Erik Engelhardt steht wieder und jetzt gibt es Foul gegen uns. Bentley Baxter Bahn, das Ganze fast an der Eckfahne, foult den Gegenspieler, sodass es jetzt fast die 90. Minute läuft und es Eckfreistoß gibt für Tüketje München. Vollhardt haut den Ball weit,
weit in die Rostocker Hälfte. Kopfballduell gewonnen von Löhmannsröben. Boubacar Barry nimmt den Ball mit dem Fuß an der Mittellinie runter. Dann landen sie auf der rechten Seite. Flanke aus dem Halbfeld. Nee, nochmal abgebremst. Jetzt kommt die Flanke aus dem Halbfeld. Viel zu weit. Die lässt Markus Kolke passieren, ins Tor ausfliegen. Und so gibt es Abstoß vom Tor des FC Hansa Rostock. Und ja, wie gesagt, wenn man unsere Mannschaft so lobt für ihren Einsatz, für ihr Engagement, dann muss man sagen, der Gegner hat es gefordert, der hat es nötig gemacht. Wenn du hier auch nur eindeutig nachgelassen hättest, dann hätte es vermutlich schnell gescheppert. So muss man sagen, eine, wie hat das Jens Hertel letzte Woche so schön gesagt oder am Sonnabend, eine sehr erwachsene Leistung. Also die Mannschaft hat sehr erwachsen verteidigt. Ich habe mir diesen Ausdruck jetzt einfach mal übernommen von Jens Hertel. Und das, finde ich, hat sich hier heute vor allem in der zweiten Halbzeit auch gemacht. In der ersten Halbzeit hat sie den Gegner mit Tempo unter Druck gesetzt, hat ihn überhaupt nicht zur Ruhe kommen lassen. Und in der zweiten Halbzeit hat sie es so bis jetzt zur 90. Minute sehr erwachsen wegverteidigt. Und auch jetzt noch, Olli Detlo dazwischen macht das gut auf Bentley Baxter Bahn, der auch verhuckt, der Doppelpass mit Bahn. Bahn kann kaum noch, aber diesen Ball, den nimmt er noch sehr gut an. Legt ihn links raus auf Lukas Scherf. Lukas Scherf steckt durch auf Erik Engelhardt. Der versucht wirklich immer sehr viel Zeit rauszuholen und setzt zwar immer sofort nach, in dem Fall kriegt er jetzt das Foul wieder gegen sich gepfiffen, hat auch schon gelb kassiert, muss auch so ein bisschen aufpassen bei diesen kleinen Sachen, die er da vorne veranstaltet. 3 Minuten Nachspielzeit werden hier bekannt gegeben im Stadion von Olli Schulwert, dem Stadionsprecher, hier in den Corona-Heimspielen, weit der Ball dort von Nico Neidhardt auf John Verhoek, der wieder zurück auf Baxter Bahn und der findet noch den Weg links raus zu Erik Engelhardt. Aber Polido. Engelhardt auf Polido, Polido an der Strafraumgrenze, Polido an der Tunnel seinen Gegenspieler, aber der tunnelt den Gegenspieler und der Mitspieler schießt den Gegenspieler einmal so richtig satt. Ja. Auf dem Arsch. Ja, du bist erst getunnelt und dann trifft dich der eigene Mann noch am Arsch. Das ist ja gut. Doppelt bestraft. Müssen wir aufpassen, Ciskovic soll vorne nochmal in Szene gesetzt werden. Aber ja, Löhmannsröben, der im Fallen dort den Ball über die Seitenlinie klärt, der sagt, Mensch, ich habe doch den Achter dort, den Tosun, habe ich doch angeschossen. Nee, der Schiedsrichter sieht das nicht so. Die beiden diskutieren nochmal kurz, aber der Schiedsrichter quittiert vieles hier mit einem Lächeln. Die Linie gibt ihm bisher recht. Also eine durchaus solide Leistung, muss man sagen, die er hier gebracht hat. Ja, jetzt nochmal hinten aufpassen dort. Genau, Lukas Scherf knallt das Ding raus und er trifft John Verhoek. Er ist zwar gegen 4 Mann alleine, aber er legt nochmal raus auf Polido. Da kriegt er einen mit von Berzel. Es gibt Vorteil. Den hätte er besser machen können. Ja, vor allen Dingen schneller spielen. Er hat dann natürlich gewartet und wenn du dann noch die 2 Sekunden wartest, dann kannst du es dann auch lassen, weil einfach schlicht und ergreifend der Gegner sich orientiert hat. Wenn er ganz schnell den Ball rüber spielt, dann hätte er den freien Mann dort, Erik Engelhardt, gefunden. Jetzt die Gäste nochmal an der Eckfahne. Sarah Rea, den wir in der zweiten Halbzeit kaum noch gesehen haben, der sich jetzt auch wieder festrennt, aber zumindest im zweiten Versuch an den Ball kommt, dann schießt er jemand an die Hacke. Der Ball geht offensichtlich doch noch ins Tor aus, bevor ihn Kolke bekommt, sodass es jetzt, da kann höchstens noch 1 Minute auf der Uhr sein, nochmal ein Eckball Nummer 4 für Türkgücü München gibt. Von der rechten Seite ist es Sarah Rea, der sich den Ball dort jetzt zurechtlegt, diesen Eckball nochmal reinbringen wird. Jetzt heißt es nochmal einmal aufmerksam sein, den Ball dort rausköpfen. Irgendeiner muss ihn rausköpfen oder Markus Kolke muss ihn fangen. Der Ball kommt, wird kurz rausgeköpft auf Polido, der haut ihn dann lang raus Richtung Mittellinie. Da steht René Vollert, der ganz in gelb gekleidete Gästekeeper, nimmt den Ball entgegen, spielt ihn nochmal auf Fischer. Fischer flankt nochmal ganz weit in den Strafraum. Da ist Nürmannsröben, der macht sogar überlegt, köpft ihn zur Seite zu Neidhardt, der dann kurz auf Bahn, starker Ball. Das könnten wir sogar nochmal kontern. Da ist es Bahn, der auf Verhoek legt. Links wäre Engelhardt. Verhoek nimmt ihn wieder super runter. Jawohl! Hat geschickt, Engelhardt. Nein! Kein Abseits! Nein, das war kein Abseits! Niemals! Oh, das wäre doch das i-Tüpfelchen gewesen. Jawohl, aber Sieg! Aber jawohl! Und es steht 2-0 und es bleibt dabei. Die Mannschaft hat es in Halbzeit 2 erwachsen nach Hause verteidigt, nachdem sie in der ersten Halbzeit mit enormem Druck, mit viel Feuer angegriffen hat, 2 Tore geschossen hat, die sie sich verdient hat, den Gegner beschäftigt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir so die letzten 20, 25 Minuten Türkgücü München auch quasi komplett aus unserem Strafraum ferngehalten. Also eine komplett über 90 Minuten gesehene, fast fehlerlose, sehr, sehr reife und starke Vorstellung in einem, wie ich finde, hochklassigen Drittligaspiel. Unsere Mannschaft, ja, nicht nur mit 3 Punkten heute, sondern mit 23 Punkten nun auf Platz 3 der Drittligatabelle.
glaube, das ist das passende Schlusswort. Am Sonntag geht's weiter. Ich weiß noch nicht, wie die Mannschaft bis Sonntag wieder Körner haben soll, aber dafür haben wir ja A, ein Trainerteam und B, glaube ich, werden die Jungs in den 2 Tagen sich erholen. Und wir haben noch ein paar andere im Kader. Also in 2 Tagen geht es schon wieder weiter, beziehungsweise am Sonnabend in Wiesbaden. Bis dahin freuen wir uns an diesem 2:0 Heimsieg gegen Türkgücü München. Und lasst euch sagen, die ihr es nicht gesehen habt, es war eine richtig, richtig starke Vorstellung von unseren Jungs. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5. Wir wollen euch Siegel singen, FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur 1000 Mal. Ich singe FC Hansa Rostock.